Königsberg und Kant, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine große Geschichte, nicht nur. Ich begrüße Sie hier im Namen des Deutschen Kulturforums Östliches Europa und im Namen des Literaturforums im Brechthaus zu Berlin zu einer Veranstaltung über ein großes Thema. Im Grunde genommen haben wir erlebt eine Verdichtung von preußischer und deutscher Geschichte, von europäischer Literatur- und Musikgeschichte und Weltgeschichte der Philosophie in den Namen Königsberg und Kant. Das ist ein Mythos heute, und dieser Mythos trägt leider in diesen Tagen Trauer. Sie wissen das. Vom Gebiet Königsberg, Kaliningrad aus, werden die Menschen in Europa mit Raketen bedroht. Und das, was Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden formulierte und in unser aller Köpfen als Traum da ist, der Traum vom ewigen Frieden, dieser Traum ist leider wieder zerplatzt. Auf dem Podium werden Sie jetzt erleben, drei Kundige der Philosophiekundige Thebaner, meine Kollegin Frau Dr. Ingeborg Söllesi, Herrn Dr. Kunze vom Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg und Herrn Martin Jösel vom Kant-Gymnasium in Weil am Rhein. Er und seine Schüler, sie sind die Schöpfer des Kantholzes, das Sie hier übrigens auch erwerben können. Auf ihm werden Sie, wenn Sie es auf den Schreibtisch legen und jeden Tag umdrehen, alle die von Kant formulierten existenziellen Fragen aufgeklärter Menschen nachlesen können. Was darf ich hoffen? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Und jetzt hat das Wort meine Kollegin. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Smatschne. Wie immer gibt uns Herr Smatschne eine Aufgabe mit auf den Weg und Mythos Königsberg. Diese Frage wird uns umtreiben heute Nachmittag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Themennachmittag. Im ersten Teil widmen wir uns dem Thema, jetzt kommt ein Stabreim, Kant, Krug und Königsberg. Ich bin so dankbar, dass es so einen schönen Titel geben konnte für unseren ersten Teil. Aber Sie werden sehen, das ist nicht nur eine Spielerei, ein äußerlich gefasster Stabreim, sondern Sie werden sehen, dass wir den mit Inhalt anzureichern wissen. Und zu diesem Inhalt begrüße ich Martin Jösel, ganz rechts. Er ist zu uns angereist aus Weil am Rhein. Und gleich hier rechts neben mir sitzt Dr. Tim Kunze. Sie haben es schon gehört, vom Ostpreußischen Landesmuseum, eine Partnerinstitution vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Und es gibt noch einige fleißige Bienen. Und ich möchte mich beim Literaturforum im Brechthaus ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit. Und ich sage das schon jetzt zu Beginn und aus vollster Überzeugung. Meist, wenn dann die Veranstaltung zu Ende ist,
hat man wenig Zeit, um wirklich die Technik und all das Organisatorische zu würdigen. Und an dieser Stelle insbesondere mein Dank an Isabel Wanger, unsere Ansprechpartnerin und Kooperationspartnerin hier im Literaturforum im Brechthaus. Und ganz ausdrücklich auch mein Dank, mein inniger Dank an die beiden Jungs, wie ich sie schon jetzt nennen darf, Nils und Vincent, die für die Technik hier im Literaturforum im Brechthaus zuständig sind. Also danke. Und Nils und Vincent sorgen auch dafür, dass Sie im Livestream, ich begrüße hiermit auch unsere Gäste im Livestream, dass Sie also gemütlich in Ihrem Sofa sitzend hier beiwohnen können und virtuell uns begleiten können die nächsten 3 Stunden. Denn wir machen eine kurze Pause und nach unserer, sagen wir mal, eine Stunde und vielleicht so Viertel oder eine Stunde und 20 Minuten geht es nach einer kurzen Pause dann eben weiter in den literarischen Königsberger Teil. Und den hat Ariane Afsari, meine Kollegin, übernommen und wird dann die Akteure nochmal vorstellen. Unser Glied, unser Zwischenglied oder unsere Klammer bildet Herr Dr. Tim Kunze, den wir dann aus unserem Podium entsenden in die andere Gesprächsrunde, in die literarische Gesprächsrunde. Und wir bleiben dann hier und sind sehr gespannt und hören weiterhin mit großen Ohren zu und freuen uns auch auf diesen literarischen Teil und würden uns auch sehr freuen, wenn Sie nach einer kleinen Erfrischung dabei blieben. So, und nun zum ersten Teil. Ich möchte Ihnen unsere beiden Referenten ganz kurz vorstellen. Sie wissen, wie das so ist. Jeder hat eine lange, lange Lebensgeschichte. Das kann man dann in 2-3 Minuten nicht wirklich darbringen. Aber ganz kurz zu jedem das Prägnanteste. Beginnen wird mit einem kurzen Vortrag zu Kant und Königsberg, Dr. Tim Kunze. Er ist seit 2020 für Kant und Königsberg, also ausgerechnet für unser heutiges Thema, zuständig im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg. Davor hat er allerdings schon museumspädagogische Erfahrungen erworben, und zwar in Lübeck am Europäischen Hanse-Museum. Und davor war er derjenige, der ein echter Nordländer, nordischer Mensch ist, denn er ist ja in Schleswig-Holstein im echten Norden geboren. Davor hat es ihn verschlagen nach Freiburg in den echten Süden, sagen wir mal so, wo er studiert hat, und zwar Philosophie und Altgriechisch und noch einige weitere Sprachen. Wir freuen uns sehr, Herr Dr. Kunze, dass Sie hier sind und dass Sie diesen Teil Kant und Königsberg, diesen kniffligen Teil, übernommen haben. Nun noch ein paar Worte zu Martin Jösel. Und Sie werden sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass am heutigen Abend das badische Element sehr präsent ist, nämlich die Alma Mater, die Universität von fast allen Akteuren hier, die als Referenten, nicht nur als Referenten, auch als Grußredner, fällt mir gerade ein. Unser Vorstandsvorsitzender, nämlich, der hat auch in Freiburg studiert, fällt mir gerade ein. Sie haben alle in Freiburg studiert. Auch der Schriftsteller Volker Kaminski, auf den Sie gespannt sein dürfen, hat auch in Freiburg studiert. Also das ist sozusagen das Bindeglied zwischen euch, zwischen Ihnen. Martin Jösel hat auch in Freiburg studiert, und zwar Geschichte und Germanistik und einige weitere Fächer. Und er ist seit 2020 zwar im Ruhestand, aber das ist, wie Sie ja so wissen, aus eigener Erfahrung ein Unruhezustand. Und es ist wunderbar, dass er sich jetzt wirklich seiner Lieblingsmaterie widmen kann, nämlich diesem etwas unterbelichteten, unbekannten Philosophen. Unterbelichtet? Ich wusste, dass das jetzt kommt, Martin. Wilhelm Traugott Krug, das ist sein Forschungsthema. Man kann sagen, fast schon seit einem Jahrzehnt. So.
Aber er war ein leidenschaftlicher Lehrer, müssen Sie wissen. In Weil am Rhein am Gymnasium, am Kant-Gymnasium in Weil am Rhein. Das ist übrigens auch badisch. Also es ist wirklich eine badische, starke badische Fraktion heute hier. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe wirklich in den badischen Zeitungen, gibt ja da viele Lokalblättchen, aber auch die badische Zeitung, wirklich einiges zu dir gefunden, Martin. Und das lange, lange Leben, das du schon hinter dir hast und diese man könnte schon sagen, ja, diese Weisheit, die du vielleicht auch dem Krug verdankst, der ja Pädagogik als Lebenskunst verstanden hat, da habe ich von dir den Satz gefunden in einem Interview: Ich habe zu den Schülern nicht gesagt, schaut, was im Geschichtsbuch auf Seite 14 steht, sondern ich habe appelliert, fragt eure Eltern oder Großeltern, wie das damals war. Und ich finde, das ist wirklich ein Satz, der nahelegt, dass die Welt dazu da ist, dass wir, und die Menschen dazu da sind, dass wir über sie staunen. Und das, lieber Martin, ich kenne dich jetzt seit mehreren Jahren, hast du als leidenschaftlicher Lehrer, denke ich, deinen Schülern mit auf den Weg gegeben. Und wir danken dir sehr, dass du aus Weil am Rhein zu uns gekommen bist, nach Berlin. Über dich wäre, dadurch, dass du etwas älter bist, sehr viel mehr zu erzählen. Ich möchte vielleicht noch kurz erwähnen, dass du auch in Brüssel an der Deutschen Schule tätig warst und dass du auch über viele Jahrzehnte als Rezitator, Sie werden es wahrscheinlich auch jetzt live hier erleben mit uns, und auch als Sänger und auch als Pianist aufgetreten bist. Also, eine vielfältig angelegte Persönlichkeit. So, und nun zur Einstimmung vielleicht, lassen Sie mich nur noch inhaltlich auch was beisteuern. Ich bin da nicht so kompetent wie meine Kollegen. Aus befugtem Munde werden Sie mehr erfahren zu Kant und Königsberg jetzt gleich von Dr. Tim Kunze. Erlauben Sie mir als einfache Philosophiestudentin meinen Lieblingsbiografen zu zitieren. Das ist Karl Vorländer, der zum 20. Geburtstag von Immanuel, zum 20. habe ich gesagt, zum 200. zum 200. Geburtstag von Immanuel Kant ein Monumentalwerk zu Leben und Werk des großen Philosophen geschrieben hat. Und ich muss Ihnen sagen, genau zu unserem Thema gibt es ein fundamentales Kapitel, und aus diesem ersten Kapitel gewidmet der Provinz Ostpreußen und Königsberg möchte ich Ihnen einen Absatz vorlesen zur Einstimmung. So ist Immanuel Kant in einer der größten damaligen Städte, die einem beweglichen Geiste mannigfaltige Anregung bot, herangewachsen. Und wir begreifen wohl die Worte berechtigten Heimatstolzes, mit denen unser Philosoph, sonst sparsam mit allem Persönlichen, in einer Anmerkung zu der Vorrede seines letzten Werkes, der Anthropologie, von seiner Vatersprache spricht. Zitat, und dieses persönlichste Zitat von Immanuel Kant, zu dem er sich ja dann doch noch in seinem Alterswerk durchgerungen hat, dieses Zitat kommt jetzt. Das kennen Sie aber alle. Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in welchen sich die Landeskollegien der Regierung desselben befinden, die eine Universität zur Kultur der Wissenschaften und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem Inneren des Landes sowohl mit angrenzenden als auch entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten einen Verkehr begünstigt. Eine solche Stadt wie etwa Königsberg am Pregelflusse kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis
als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo diese auch ohne zu reisen, nicht wahr, erworben werden kann. Und mit einem Augenzwinkern leite ich jetzt weiter an Herrn Dr. Kunze und bitte Sie, Ihren Vortrag zu halten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für das Zitat. Das kommt natürlich auch hier vor und wird thematisiert. Deswegen passt es sehr gut, dass Sie das schon gebracht haben. Ja, Kant und Königsberg, wie Sie schon sagten, genau mein Thema. Und Königsberg als Geisteszentrum, ein Thema, das in der allgemeinen Kulturbewusstseins Deutschland weitgehend vergessen ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie sich heute damit beschäftigen. Gerade diese Kombination aus Philosophie und Literatur kann, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtbild von Königsberg geben. Also so etwas versuchen wie eine kulturelle Physiognomie dieser Stadt darzulegen. Ja, da ist natürlich sinnvoll, bei Kant anzufangen. Kant ist der berühmteste Königsberger und Kant ist auch sehr eng mit Königsberg verbunden. Äußerlich ist das ganz leicht darzustellen. Er hat über 70 seiner fast 80 Lebensjahre in Königsberg verbracht. Ich will dazu nicht allzu führlich darauf eingehen, aber ganz kurz. 1724 ist er in Königsberg geboren. Er ist dort in die Schule gegangen. Er hat dort studiert und hat mit 23 Jahren dann das erste Mal Königsberg verlassen. Ich habe mal bei mir mich selbst gefragt. Ich war mit 23 schon in 10 verschiedenen Ländern. Kant hat gerade mal seine Heimatstadt verlassen. Er war da als Hauslehrer tätig in der ostpreußischen Provinz, also auch nicht weit von Königsberg entfernt. Und er kam dann 1755 als 31-Jähriger zurück nach Königsberg, war dann erst Privatdozent, später Professor, also 40 Jahre lang an der Königsberger Universität tätig. Und in der Zeit hat er Ausflüge gemacht zu Freunden, mit Freunden, aber sesshaft war er immer in Königsberg. Und in Königsberg ist er dann auch 1804 gestorben, also ein wirkliches Königsberger Leben. Und wie einige von Ihnen vielleicht wissen, Kant war ja anders als viele andere Philosophen kein Stubenhocker, sondern er war jemand, der sehr die Geselligkeit liebte und deswegen war auch sehr stark in die Stadt integriert. Er hatte ja auch später eine eigene Tischgesellschaft. Und Kant hat versucht, eine Art Doppelleben zu führen. Einerseits war er Gelehrter und hat sich um das Werk gekümmert. Im späteren Leben hat er das sehr stark getan. Aber andererseits hat er darauf geachtet, jeden Tag mit anderen Personen zu tun zu haben, also ein Weltmann, ein geselliger Mensch zu sein. Und Kant zumindest selbst hat behauptet, dass er das sehr harmonisch hat austarieren können. Er hat dann ja im Alter dann auch das morgens hat er dann gelesen, gearbeitet, nachmittags hat er die Freunde getroffen, abends dann wieder gearbeitet, einen sehr strikten Tagesablauf gehabt. Und so fühlte er sich in Königsberg offensichtlich sehr wohl. Ja, wenn man dann aber fragt, wie Königsberg Kant geprägt hat als Mensch und natürlich auch in der Philosophie, dann ist die Antwort etwas schwieriger und da muss man etwas tiefer hineingehen in diese kulturelle Physiognomie von Königsberg. Und ich will das versuchen mit 4 Thesen, die teils von Kant stammen, teils von mir. Und ich beginne mit der ersten, die stammt von Kant, nämlich er sagt, oder man kann aus Kant herauslesen, Königsberg ist eine vielfältige Stadt. Das ist eben, wie gesagt, meine Formulierung, aber Sie haben das im Zitat eben ja schon gehört, eigentlich stammt es von Kant, denn Kant wurde häufig gefragt oder ihm wurde sogar vorgeworfen, warum er nicht in die Welt reist. Er hat ja sehr viel über fremde Kontinente, über fremde Länder geschrieben, über fremde Pflanzen auf fremden Kontinenten, hat die aber nie gesehen. Und Kant hat dieses berühmte Zitat, in dem er eben sagt, dass Königsberg ein schicklicher Platz zur Erweiterung der Menschen- und Weltkenntnis sei. Und das begründet er eben mit 3 Faktoren. Er sagt, erstens ist Königsberg eine Stadt mit einem politischen Zentrum. Es gibt ja das große Schloss, das Residenzschloss. Zweitens hat es eine Universität, also Zugang zu Wissenschaften. Und drittens ist es eine Handelsstadt. Menschen fremder Nationen kommen dorthin. Er muss also gar nicht aus Königsberg raus. Und wenn man sich Königsberg damals anguckt, hat das auch eine gewisse Evidenz, was er sagt. Denn Königsberg ist die 5. deutsche Stadt der damaligen Zeit mit 50.000 bis 60.000 Einwohnern, je nachdem, ob man das Militär dazu zählt. Und ist ungefähr vergleichbar mit Städten wie heute mit Frankfurt oder Dresden von der Bedeutung her. Es ist jetzt nicht Berlin oder Paris, keine Metropole, aber es ist trotzdem eine große Stadt. Und weit entfernt davon, ein Provinznest zu sein, was ja viele auch heute noch glauben, dass Königsberg liegt irgendwo ganz weit an der Peripherie Europas. Und tatsächlich hat Kant diese
Vielfalt der Stadt auch gelebt. Er hat viele verschiedene Freunde aus verschiedenen Bereichen gehabt. Er war besonders eng mit Kaufleuten befreundet, auch mit englischen Kaufleuten, also durchaus international. Er war mit Theologen, mit Staatsmännern, Juristen, mit allerlei Persönlichkeiten befreundet. Also persönlich hat er von dieser Vielfalt tatsächlich auch etwas gehabt. Und man könnte auch sagen, dass sein Interesse für sehr viele Themen, denn Kant ist ein sehr breit aufgestellter Philosoph, das macht ihn auch so einflussreich, dass auch das damit zusammenhängt, dass er mit vielen verschiedenen Personen reden konnte und bei allen Dingen auf den neuesten Stand war, denn dazu gehören auch Naturwissenschaftler und so weiter. Also ein sehr breit gestreuter Freundeskreis. Ja, diese These ist, glaube ich, recht unumstritten, weil sie eben auch direkt auf Kant Bezug nehmen kann. Die zweite These, Königsberg ist eine Insel, ist schon umstrittener. Natürlich ist das nicht physisch gemeint. Königsberg liegt nicht auf einer Insel, sondern an einem Fluss, dem Pregelfluss. Das hat Kant im Zitat ja auch gesagt. Sondern Insel ist hier kulturell gemeint. Es ist ein abgelegener Ort, weit entfernt von den großen Zentren des europäischen Geistes. Und das stellt so ein bisschen in Frage, was Kant in diesem Zitat sagt. Denn er sagt, er müsste diese Stadt ja gar nicht verlassen haben, um die Welt kennenzulernen. Und vielleicht stimmt das nicht ganz. Denn wenn man sich anguckt, historisch gesehen, was er da schreibt, er sagt, Königsberg ist der Mittelpunkt eines Reiches. Da muss man sich fragen, welches Reiches? Gemeint ist wahrscheinlich die Provinz Ostpreußen. Das ist jetzt kein Reich. Ja, das ist kein Paris oder Berlin. Und er sagt, er hat eine Universität, aber auch das ist nicht eine der großen, bedeutenden Universitäten. Das ist die 10. etwa der damaligen Zeit. Nicht klein, aber keine der großen. Und auch eine Handelsstadt wie Hamburg oder Lissabon ist Königsberg trotzdem nicht. Also es ist keine Metropole, wie dann vielleicht aus dem Zitat deutlich wird. Und diese Rechtfertigung, die Kant in dem Zitat bringt, ist ja quasi so eine Art Liebeserklärung. Ja, da in der Fußnote traut er sich das zu. Das ist ja in seinem letzten Werk sehr schön. Ja, und so wird Königsberg im Laufe des 18. Jahrhunderts tatsächlich eine typische Aufklärerstadt. Und alle kulturellen Entwicklungen, die in Westeuropa es gibt, kommen auch in Königsberg an, vielleicht manchmal mit einiger Verspätung. Und Kant hat diesen Entwicklungsprozess hin zu einer Aufklärungsstadt auch begleitet und er ist Teil dieser Entwicklung. Aber die Welt bleibt irgendwie immer ein Stück außen vor. Und so bleiben die Haltungen zur Welt oft moderat und distanziert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Französische Revolution. Die hat natürlich ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt. Gerade Kant hat sehr viel über die Französische Revolution gesprochen. Seine Tischgenossen waren schon gelangweilt, weil er immer so enthusiastisch wieder auf dieses eine Thema zu sprechen kam. Aber passiert ist in Königsberg nichts. Die Universitätsverwaltung hat die Studenten gelobt, dass sie so ruhig sind. Und als Student von der Verwaltung gelobt zu werden, ist jetzt eigentlich nicht das Schönste. Also da sieht man, Königsberg ist dann doch irgendwie nicht eins der Epizentren, in denen die europäische Entwicklung quasi den nächsten Schritt macht. Es ist eher ein Ort zum Denken. Und das ist, glaube ich, genau die Bedeutung, die Königsberg für Kant primär hat. Es ist ein Ort, in dem er frei sich entfalten kann, unabhängig von den sozialen Entwicklungen, die ihn vielleicht einschränken würden. Und er kann die Welt dort wie von außen betrachten. Besonders gut sieht man das in der Ästhetik. Sie kennen vielleicht diese Bestimmung von Kant der Schönheit als interesseloses Wohlgefallen. Das hat mir immer wieder so kritisiert. Er betrachtet die Welt wie von außen, wie aus einem Glashaus heraus. Das in einer Zeit, in der Empfindsamkeit, in der in Romanen ganz viel geheult wird. Also ich glaube, weiß nicht, ob es eine Literaturepoche gab, in der so viel geheult wurde wie in den späten 18. Jahrhundert. Und gerade da sah Kant, das Schöne ist interesseloses Wohlgefallen, interesselos. Einfach wie von außen zuschauen, ein Spiel der Erkenntniskräfte. Und ähnliches bei der Moralphilosophie. Auch da soll es nicht von der Welt hingiert sein, denn Moral ist absolut. Und diese Art Reinheit, die er überall in seiner Philosophie, in seiner theoretischen wie in seiner praktischen Philosophie hat, diese Reinheit gibt es quasi nur auf Inseln, auf kulturellen Inseln natürlich in dem Sinne. Das ist die zweite These, da werden sich nicht alle mit einverstanden sein. Aber das schränkt so ein bisschen das erste ein Stück weit ein. Die dritte hingegen ist eine der Dinge, auf die man sofort aufmerksam wird, wenn man sich mit Königsberg im 1800 beschäftigt. Dritte These, Königsberg ist ein Ort der Geselligkeit. Denn wenn man jetzt eine Reiseberichte liest, es gibt zum Beispiel den von Herrn Abegg aus 1798, sehr empfehlenswerte Lektüre. Er reist nach Königsberg zu seinem Bruder, ist da einen Monat lang und jeden Tag ist er auf einer Tischgesellschaft. 4-mal übrigens bei Kant, 2-mal lehnt er die Ladung von Kant ab. Also da scheint er Besseres zu tun zu haben. Aber
Tischgesellschaften, Geselligkeit, das war ein Lebenselixier der damaligen Zeit. Und das hängt durchaus auch mit der Aufklärung zusammen. Denn da haben allerlei Personen unterschiedlichen Stands miteinander, Stands manchmal, aber zumindest unterschiedliche Berufe miteinander zu tun. Und wenn man Teil dieser bürgerlichen Mitteloberschicht ist, dann hat man die Möglichkeit, eine jahrzehntelange Beziehung aufzubauen. Und das ist typisch für Königsberg, dass die Leute da einfach sehr, sehr lange bleiben. Egal ob Hamann, Hippel oder Kant, die sind nicht aus Königsberg rausgegangen. Weil sie nicht wollten, weil sie dort offensichtlich zufrieden waren. Es ist schwierig, da jetzt, auch wenn Kant sagt, die Gesellschaft ist moralisch wichtig, zu sagen, was das jetzt in Kants Philosophie ausgelöst hat. Aber wenn man jetzt gerade so die praktischeren Schriften von Kant liest, Anthropologie oder so etwas, dann sieht man schon, wie lebensgetrunken Kant dann auch sein kann. Und das kommt sicherlich aus diesen Gesprächen auch heraus. Ja, Kant hat dieses schöne Zitat, das gerne genannt wird, die Gesellschaft ist dasjenige, wodurch alle Menschen Bemühungen Einheit bekommen. Also das ist das, was alles irgendwie zusammenhält, was ein Mensch ist, Gesellschaft. Selbst das Weintrinken hat er ja erlaubt, deswegen. Ne? Das Weintrinken an sich ist schlecht, weil es den Vernunft benebelt, aber weil es die Geselligkeit fördert, ist es erlaubt. Ja, die vierte These, das ist dann schon quasi der zweite Teil, weil das Zitat von E.T.A. Hoffmann stammt, wie manche von Ihnen das vielleicht wissen. Vierte These, Königsberg ist das wahre Paradies aller Sonderlinge. Denn natürlich ist Königsberg ein preußischer Ort. Es gibt viele preußische Beamte, die ihren Alltag pflichtgemäß absolvieren. Aber trotzdem fällt es auf, wenn man sich mit Königsberg beschäftigt, dass es da sehr viele spröde Provinzoriginale gibt, die es vielleicht in Städten, wo man viel unterschiedlichen Kontakt hat, abgeschliffen werden. Hier darf jeder so sein, wie er will, zumindest im Privaten. Ein Beispiel dafür ist Hamann, Johann Georg Hamann, der berühmte Mystiker und Schriftsteller, der vier uneheliche Kinder hatte, die Magd seines Vaters geheiratet, einen Brotberuf als Hafenpackhofverwalter gehabt. Und gleichzeitig war er in den höchsten Gesellschaftskreisen Teil der Gesellschaft, war mit dem Oberbürgermeister befreundet. Er war bei den Gräfen Kaiserling im Salon, dem größten Salon, Stammgast. Er wurde also akzeptiert, trotz seiner Schrulligkeit, die in seinen Schriften ja, die aus heutiger Sicht oft sehr unverständlich sind. Trotzdem war er dort akzeptiert. Besonders zeigt sich das an zwei den vielleicht berühmtesten Persönlichkeiten der Königsberger Stadtgesellschaft der damaligen Zeit, die gleichzeitig neben ihrem Privatleben, neben ihrem öffentlichen, bürgerlichen Leben heimlich Romane geschrieben haben. Das eine ist der Oberbürgermeister Hippel, der auch in aufgeklärten Sinne regiert hat und deswegen auch weit über Königsberg hinaus bekannt war. Und der hat gleichzeitig heimlich Romane geschrieben, satirische Romane, hat sich auch über Kant übrigens lustig gemacht und ist für die Gleichheit von Mann und Frau eingetreten, was zur damaligen Zeit auch nicht allzu gewöhnlich war, nach der Französischen Revolution. Und das hat er irgendwie nebenher gemacht. Er hat niemandem das verraten. Hoffmann wusste es wohl schon, der hat ja zwei Häuser weiter gewohnt. Aber eine andere Persönlichkeit ist Schäffner, auch heute weitgehend vergessen, zu Recht. Der hat Romane geschrieben, erotischen Inhalts. Ich habe einmal gelesen, es war nicht besonders anregend, also eher der spröde aus heutiger Sicht, aber die Bilder waren deutlich genug. Und er war gleichzeitig aber ein Befürworter von Friedrich dem Großen, hatte den Dienstgrad des Kriegsrats in den Freiheitskriegen, da hat er ein Denkmal mit errichtet. Also war eine öffentliche Persönlichkeit und gleichzeitig heimlich schreibt er eben diese schmutzigen Romane. Ja, und Kant mit seiner Schrulligkeit, die über sein Leben immer schlimmer wurde, also am Ende diese Dinge, die man kennt von seinem strengen Tagesablauf, dass er jeden Tag um 4:45 aufstehen musste, in seinem früheren Leben war er etwas flexibler, die wurde auch wie ein typisches Königsberger Exemplar wohl behandelt und akzeptiert. Und diese Freiheit, die ist eben auch ein Teil von einer Aufklärungsgesellschaft, dass man Differenzen erlaubt und sagt, andere Meinung oder andere Lebensanschauungen, andere Lebensstile sind legitim. Ja, und hier kann man durchaus sehen, dass Kant diese Freiheit, sein Gelehrtenleben, eine Philosophie zu entwickeln, die um ihn herum kaum jemand versteht, da durchaus leben konnte und dass er deswegen nicht schief angesehen wurde. Ja, also in Summe, wenn man diese vier Thesen zusammenfasst, kann man sagen, Königsberg war eine Großstadt, eine sehr vielfältige Großstadt, die aber vielleicht doch nicht so
metropolartig war, wie Kant glaubte, und so, dass man die Welt von dort aus wie von einer Insel aus der Distanz sehen konnte, was für Kants Philosophie, denke ich, treffentlich ist. Gleichzeitig eine Geselligkeit, die aber sonderbare Charaktere und Freiheit offen lässt, also weit entfernt von einer wilhelminischen, starren Geselligkeit, das muss man sich eher locker und aufgeklärt vorstellen. Eine sehr lebendige Stadt, Königsberg im 18. Jahrhundert. Ja, und so, glaube ich, kann man weniger sagen, dass diese ein, zwei Dinge Königsberg, in diesen Königsberg beeinflusst, Kant beeinflusst haben, sondern es ist eher dieser freie Entfaltungsraum, den Königsberg ihm bot und der ihn auch dazu bewogen hat, Königsberg nicht verlassen zu wollen, obwohl er Rufe von anderen Universitäten durchaus hatte. Ja, und so wäre die Philosophie von Kant sicherlich außerhalb Königsberg etwas anders geworden, aber er hat sich eben entschieden, weil diese Philosophie so in Königsberg zu leben, weil Königsberg ein sehr guter Ort war für einen Philosophen wie Immanuel Kant. Ja, soweit. Ein schicklicher Ort eben. Ja. Sie erlauben gleich eine Frage im Anschluss, ob wir vielleicht eine fünfte These hinzufügen können. Königsberg als Mythos und inwiefern Kant zu diesem Mythos beigetragen hat. Genau, das ist, glaube ich, Teil dieses Charakters der Insel, den ich da auch eingebracht habe, dass gerade weil es nicht so ein Zentrum ist, hat es noch ganz viel Potenzial. Es hat so ein utopisches Potenzial. Mhm. Und dieser Mythos Königsberg stammt ja sehr stark daher, dass Königsberg so radikal nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Dass man da eine ganz andere Welt auch imaginieren kann, die zum Teil sicherlich auch da war. Also Königsberg ist eins der wichtigsten Zentren der Aufklärung gewesen und diese liberale Tradition aus dem 18. Jahrhundert hat sich auch weiter bis ins 20. Jahrhundert bewahrt. Aber trotzdem tendiert man, glaube ich, dadurch, dass diese Stadt so in der Form heute nicht mehr existiert oder so einen radikalen Bruch hin zu Kaliningrad genommen hat, dass man das etwas übertreibt und Königsberg so eine Identität gibt, die ganz fest ist. Ja, als hätten die Königsberger sich um 1930 um nichts anderes gekümmert als um Kant und das Erbe der Aufklärung. Und wenn man sich genau anguckt, wie die Kant-Rezeption in Königsberg selbst sich vollzieht, dann ist die sehr ambivalent. Also die Freunde haben sich gekümmert, es gab immer wieder Bemühungen, das große Jubiläum 1924 besonders. Ne, das Grabmal, das damals gebaut wurde, steht ja auch heute noch in Kaliningrad. Aber gleichzeitig wurde Kants Wohnhaus abgerissen. Es wurde vieles, was Kant betrifft, eben einfach verschachert. Das Denkmal wurde auf einen anderen Ort gebracht. Also deswegen, glaube ich, ist es zu viel zu sagen, man kann diese Stadt ganz auf Kant zuschreiben. Aber Königsberg oder Kaliningrad ist durchaus ein guter Ort, um über so etwas wie Friede und Aufklärung nachzudenken. Gerade weil es diese Ambivalenz hat. Auf der einen Seite war es eben eine liberale Stadt, auf der anderen Seite wurde es so radikal zerstört. Diese Nähe von Apokalypse und Utopie, das ist das, was, glaube ich, Königsberg und Kaliningrad so spannend macht als Stadt. Ja, und ich in denke, der Hinsicht, glaube ich, auch so zum Mythos verleitet. Genau. Und ich denke, dieser Mythos Königsberg, der trägt Sie auch. Jetzt, wo Sie ja eine Ausstellung vorbereiten, im Jubiläumsjahr 2024, 300 Jahre Kant, wird nämlich am Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg eine Ausstellung zu sehen sein. Und die ist auch als Dauerausstellung konzipiert. Genau. Nicht? Und ich denke, so eine Idee wie dieser Mythos, der befreit uns ein bisschen von der Historie und lässt uns darüber aus der Distanz vielleicht auch und gleichzeitig aus der Leidenschaft heraus besser über das Thema dann sprechen. Ich nehme mal an, Sie machen dann auch im Rahmen dieser Ausstellung einige Podiumsdiskussionen und einige Begleitveranstaltungen. Also es wird da auch ein Forum geben, dann in diesem entstehenden Bau, wo dann auch Veranstaltungen stattfinden. Also das ist auch einer der Sinn der Ausstellung, dass es nicht nur Ausstellung ist, sondern dass da auch ein Kommunikationsort entsteht, also direkt das. Insofern wird der Mythos da auch weiterleben. Ja, durchaus. Er wird weiterleben und er muss weiterleben. Herr Gilmanow, Wladimir Gilmanow, der Hamann und Kant-Experte aus Kaliningrad, der hat einen wunderschönen Aufsatz geschrieben zum Mythos Königsberg. Und dessen letzter Satz, also er beschließt seinen Aufsatz damit, Königsberg, der Mythos Königsberg muss weiterleben. Ja, und nun, ich leite weiter zu
Martin Jösel. Ohne Mythos. Ohne Mythos. Mit der Realität verbunden. Ja, ja. Bodenständig. Und also vielleicht später nochmal. Ja, nochmal greifen wir. Wir greifen vielleicht an die Frage nochmal, wenn sie passt, auf. Und Martin Jösel, wir bitten dich nun um deinen Beitrag zu Königsberg und Krug, beziehungsweise eben den Einfluss, den Königsberg auf den Lehrstuhlinhaber und Nachfolger auf Kants Lehrstuhl in Königsberg an der Albertina, wie dieser Einfluss, wie wir ihn uns vorstellen können. Was hat er in diesen knapp 5, 6 Jahren aus Königsberg mitgenommen? Er ist dann nämlich in Leipzig gelandet, dieser Herr Krug, der etwas Unbekannte für uns. Und hat dann aber da bildungspolitisch unheimlich viel bewirkt. Und Sie müssen wissen, alles, was ich als ehemalige Philosophiestudentin über diesen Wilhelm Traugott Krug weiß, verdanke ich Martin Jösel. Er rediert gerade seine Schriften. Krug war ein Vielschreiber, über 200 Werke hat er ja hinterlassen. Und er bemüht sich wirklich mit Fußnoten, also wirklich Editionsarbeit leistet er. Er bemüht sich, diesen Herrn Krug aus der Versenkung hervorzuzaubern für uns und ihn für uns attraktiv zu machen. Martin Jösel, du hast das Wort. Dankeschön. Ja, wie komme ich zum Krug? Und ich habe ja vorhin schon gefragt, ist das jetzt ein Krug oder eine Karaffe? Das ist natürlich eine Karaffe. Und meine Eltern in Karlsruhe haben geheiratet im Gasthaus zum kühlen Krug, das auch noch. Also die Wortspielerei, die ich natürlich auch beim Kantholz liebe, das Spielelement auch für mich als Lehrer, Schülerinnen und Schüler haben, wie wir es dann verschenkt haben und wie groß ist die Spende. Herr Jösel, dürft man Türmchen bauen aus diesen Hölzern? Sage ich ja, natürlich dürft ihr aus diesem Kantholz einen kleinen Turm bauen. Also das Spielelement. Wie komme ich zu Krug? Es ist eine unglaubliche Geschichte. Eine Schülerin vor 6, 7 Jahren fragte mich im Geschichtsunterricht, Herr Jösel, können Sie uns über den Mord von Sand an Kotzebue noch ein bisschen mehr erzählen? Und da kenne ich mich relativ gut aus. Das ist eine Story in Mannheim von 1819, also gerade noch badisch im neuen Sinne dann des 19. Jahrhunderts. Und dann habe ich in den Antiquariaten so ein bisschen herumgeschmökert im deutschsprachigen Raum und finde eine Schrift, Kotzebue und die deutschen Universitäten vom Professor Krug. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Professor Krug ist und habe natürlich dann angefangen, ein bisschen herumzuschauen und sehr, sehr wenig gefunden. Und das Wenige war falsch, ist ja bis heute falsch oder viel zu kurz gegriffen. Ich deute es schon mal an, Krug nur als Philosophen darzustellen und dann immer dran zu messen, entweder an Kant oder noch viel schlimmer an Hegel. Ich habe vor 2 Monaten mit einem großen Philosophen Deutschlands ein kleines Telefongespräch gehabt über Krug und Kant. Da kam sofort wieder und Hegel, ja, das ist ja nur einer, der nicht so toll war wie Hegel. Also dieser Maßstab ist, der ist kurios. Weil Krug, übrigens beim Thema Gesellschaft, der hatte genug Gesellschaft, der war verheiratet und hatte 6 Kinder. Also da ging mal was anderes los, der brauchte nicht immer so die Einladungen, da war Stimmung. Also auch ohne Einladung. Aber dass das Schicksal mir über den Umweg von Schülerinnen und Schülern, die ich immer geliebt habe, diese Schülerinnen und Schüler, weil der Normalfall der ist, dass die neugierig sind, die wollen was wissen. Herr Jösel, wie ist denn das mit dem Kotzebue und dem Mord? Und dann habe ich nachgeschaut und war auch neugierig wie die und finde dieses Büchlein und dann ging es eben los, mich mit ihm zu beschäftigen. Und vielleicht lese ich nicht vor aus dem Vorwort, sondern deute an, dass dieser Herr Kotzebue in seiner Zeit, also wir reden dann vom Mord von 1819, in Deutschland erstens als Autor und Dramenschriftsteller viel bekannter war als Goethe, also die großen Theaterzettel der Zeit, also nicht nur in Karlsruhe, sondern sicher auch in Berlin, die waren erstmal Kotzebue, Kotzebue, und da kam lang nichts.
Also ein großer, bekannter Unterhaltungsdramatiker und ein unglaublich konservativer, restaurativer Bildungspolitiker, der nun über die Universität Dinge gesagt hat und geschrieben hat, die eben widerspiegeln seine Vorstellung von Unterricht und Universität, die Hierarchien beibehalten, die Professoren am besten an staatliche Vorgaben binden, junge Leute in die Universitäten letztlich zwingen. Und da sagt Krug unter anderem schon in der Schrift, wir brauchen freie Universitäten in Deutschland mit eigenständigen Charakteren von Universitäten. Die Universität ist so, das Thema Ranking gab es damals schon. Und er sagt, um Gottes Willen, wieso denn Ranking? Jede Universität darf mit ihren Studentinnen und vor allen Dingen natürlich auch Studenten und den Professoren einen eigenen Charakter entwickeln. So kam ich also über dieses Büchle, also ich bin Karlsruher, also Büchle, kam ich tatsächlich an Krug und dann wurde es mehr und mehr. Ich bin ein großer Freund nicht nur von alten Büchern, also ich habe im Antiquitätenbereich, also hier ist schon so ziemlich alles aufgekauft. Sie werden kaum mehr was im Netz finden von Erstausgaben von Krug. Ich sammle auch, wenn ich es bezahlen kann, solche wunderbaren Typoskripte und das ist etwas, das ist einfach eine eigene Welt. Und dann kam ich dazu und habe mich auf den Weg gemacht, von der Biografie Krugs her am Ende zu beginnen, nämlich in Leipzig. Wenn man möglicherweise das Bild 2 einblenden könnte, zeigt dieses Bild mich am Grab von Krug im alten Friedhof in Leipzig. Und da bat ich dann eine Passantin, würde sie schnell mal ein Bild von mir machen. Ich glaube, das wird noch eine gewisse Rolle spielen. Und auf meinen 2 Büchleins, die ich dann selber ediert habe, taucht dieses Bild natürlich auch wieder auf. Also die Begegnung mit dem Grab, mit dem Ende des Lebens von Krug, das Spitzle, das man da unten noch entdeckt, ist die Grabplatte der Gattin von Krug. Und dieser Herr Krug hat dem Herrn Kleist, als er in Frankfurt war und dort gelehrt hat, seine Freundin weggenommen und geheiratet. Also die Spielerei mit dem zerbrochenen Krug, die hat's in sich. Sie ist eine Geschichte, aber sie ist biografisch richtig. Und mit ihr hat er 6 Kinder gehabt. Und ein paar sind bekannt geworden und berühmt geworden in der Tradition des Papas. Und für mich ist es schon was Tolles, dass ich mit den Verwandten, mit den Nachkommen von Krug schöne Kontakte habe. Also vor 4 Monaten sind Krüglen auf die Welt gekommen. Zwillinge, Krüglen, also Krug-Zwillinge in Dresden. Heißt das nicht wunderbar? Der Herr Jösel hat bisher ja das Thema verfehlt. Also wir sind ja eigentlich bei Königsberg und Krug. Es kommt. Und es ist insofern für mich bewegend, wenn ich an der Edierung der Lebensbiografie, der Lebensgeschichte, der Autobiografie von Krug bin, die er kurz vor seinem Tod 1842 nochmal überarbeitet hat. Also diese Lebensreise, seine Autobiografie, dass dieses Kulturdenkmal, dieses literarisch spannende Werk nie mehr nach seinem Tod herausgegeben wurde, nie mehr oder noch nie ordentlich ediert wurde. Natürlich findet man es dann schon in alten Bibliotheken noch, aber dass dieses Werk schreit nach Veröffentlichung und einer intensiven wissenschaftlichen Aufarbeitung. Das scheint jetzt nun mein Schicksal zu sein. In dieser Biografie, in dieser Autobiografie, gibt es 25 Seiten über Königsberg. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Puzzlesteinchen herausgesucht und möchte sie Ihnen vortragen, vielleicht ein bisschen kommentieren und dann wieder ein wenig
erzählen und ich werde dann gestoppt, wenn das zu lang geht. Ja, gestoppt hier, mit der Stoppuhr. Gut. Nun traf es sich, dass um dieselbe Zeit auch Kant gestorben war und man nicht wusste, wie man diese Stelle wieder besetzen sollte. Die Universität in Königsberg hatte zwar sonst Vorschlagsrecht, sie hatte aber diesmal keinen Gebrauch davon gemacht, sondern dem Ministerium eine ganz freie Wahl überlassen. Da trug mir nun Massow diese Stelle, die ursprünglich schlecht besoldet war, ein Dauerthema bei Krug. Oh, diese Lohnfragen. Also übrigens eine verrückte Geschichte auch. Die Transportkosten wurden Krug für 5 Jahre erstattet. Dann war er aber nur 4,5 Jahre in Königsberg. Er musste also wieder einen Teil zurückzahlen. Aber das würde ja jetzt zu weit führen. Ich besann mich nicht lange, sondern sagte zugleich zu. Allerdings hatte auch die Eitelkeit ihren Anteil an diesem schnellen Entschluss. Ich fand etwas Schmeichelhaftes in der Idee, eines solchen Mannes Nachfolger zu werden. Das wird, dachte ich, deinen Ruhm erhöhen. Es gibt übrigens einen einzigen Brief von Krug an Kant, in dem Krug seine frühe Schrift, eine sehr religionskritische Schrift, ganz im Sinne Kants, dem großen Meister, zum Lesen anbietet. Kant hat weder zurückgeschrieben, noch irgendwie eine Reaktion ist uns überliefert. Also Puzzlesteinchen 1, Kant bekommt diese Stelle. Krug. Sie sind sehr aufmerksam. Das habe ich immer an meinen Klassen geliebt. Das ist ja starke Klassenstärke hier. Also so ein Doppelleistungskurs, eigentlich Deutsch. Ich bin ja eher Literaturwissenschaftler. Vor meiner Übersiedelung nach Königsberg ergriff mich eine Krankheit, die ich mir wieder durch Übermaß literarischer Tätigkeit zugezogen hatte. Denn ich hatte in den 4 Jahren, die ich in Frankfurt verlebte, also da die Geschichte mit der Heirat und Kleist, außer den vorhin erwähnten Schriften auch noch meine Grundlehre oder Fundamentalphilosophie veröffentlicht. Und ab jetzt wird hoffentlich deutlich, dass die Gegenwart des napoleonischen Systems für Krug etwas ziemlich Spannendes war. Findet er Verleger, die seine liberalen Schriften, auch oft antinapoleonischen Schriften, überhaupt wagt zu veröffentlichen? Also zum Beispiel später dann in Leipzig, also jetzt Klammer auf, Rektor der Universität war, nimmt er erstens mal, das muss man sich mal vorstellen, also eine Doku über den Krug, das wäre überhaupt mal fällig. Ab heute, glaube ich, wird das möglich sein. Krug hat, als er Rektor der Uni in Leipzig wurde, ein Freisemester 1819 genommen, um mit seinen Studenten am Freiheitskampf teilzunehmen. Und gleichzeitig, kurz davor, Richard Wagner mal bei sich im Direktoratszimmer, der hat nicht viel dann von Philosophie gehalten, der hat dann an seiner Faustmusik weitergearbeitet. Schumann war mal vielleicht für 20 Minuten bei Krug auch Lehrer. In Wikipedia stehen da ungeheure Sachen, das ist fast alles falsch. Aber das Spannende ist, dass Napoleon auch im Zimmer von Krug war zu der Zeit, als Krug dann gleichzeitig anonyme kleine Flugschriften herausgegeben hat und nur hoffen konnte, dass seine Studenten und der Verleger nicht erzählen, von wem eigentlich diese antinapoleonischen Schriften sind. Napoleon stand in seinem Zimmer und hat gesagt, Herr Krug, Sie werden verbieten, dass diese ganzen Studenten hier gegen mich hetzen. Und da hat Krug gesagt, das werde ich nicht tun. Die Freiheit des Denkens haben diese Studenten. Das deutet sich also in Königsberg an, dass er diese Grundhaltung hat in einer Zeit, in der wir ja uns bewusst sein müssen, zwischen 1805 und 6 reden wir vom Frieden von Tilsit und der Kontinentalsperre. Das ist genau die Zeit, in der Krug also in Königsberg ist. Und dass ihn das beeinflusst im Sinne
des sich Freuens an der preußischen Kultur und für sie einstehen, ist eindeutig. Und jetzt haben Sie von diesen schrulligen Leuten erzählt, die es in Königsberg gibt. Kaum war ich in Königsberg angelangt, also jetzt sind wir bei Puzzlestein 3, Tucholsky würde sagen bei Schnipsel 3. Als ich in Königsberg angelangt war, so überfiel mich ein sonderbarer Schwärmer, der mich bekehren wollte und dessen ich hier bloß deswegen gedenke, weil er später eine Art von Berühmtheit als Stifter einer sogenannten theosophischen Sekte erlangt hat. Der kommt übrigens in der Biografie dessen, der da erotische Romane schreibt, auch vor. Also er hat ja nicht nur erotische Romane geschrieben, der hat ja auch eine bedeutende, wieder aufgelegte Biografie geschrieben. Da kommt diese schöne Story vor. Also das muss ein überspannter, sagen wir mal, Sonderling gewesen sein, so im Jesus-Look angekleidet. Und der hat gleich gesagt, sind Sie der Philosoph, der jetzt Kant-Stelle übernimmt? Um Gottes Willen treten Sie in diese gottlose Tradition ein. Das waren so die ersten Begegnungen Krugs mit Königsberg und solchen besonderen Leuten. Große Skepsis natürlich gegen all das, was so jetzt nochmal mythisch ist, mit klarem Verstand an die Dinge drangehen und von dort her aus Philosophie zu betreiben oder sich auch politisch mit kleinen Pamphleten in die Politik auch einmischen. Später dann eben Rektor der Universität Leipzig. Puzzlestein 5. Ich nahm an diesem Unglück des Staates den lebhaftesten Anteil, denn nachdem ich mich einmal des preußischen Wesens gewöhnt hatte, mich gleichzeitig langsam, das kommt dann später ein bisschen vor, eingepreußt hatte, habe ich einen Tugendbund mitgegründet. Über den Namen war Krug später dann sehr entsetzt, dass er gesagt hat, um Himmels Willen, das ist nicht ein Kantscher Tugendbegriff, sondern es ist in Wirklichkeit eine politische Untergrundorganisation, dass wir gegen Napoleon uns versammeln, dass wir uns artikulieren, dass wir es wagen, gegen ihn zu schreiben. Das heißt, ich hoffe, Sie spüren, dass wir jetzt schon einen Herrn Krug haben, der mit ziemlich viel P's eigentlich ausgestattet ist. Nicht natürlich der Philosoph, davon verdient er Geld, also wenn er dieses Amt hat. Aber als, das kann man hier schon auch mal andeuten, überzeugter Protestant in der lutherschen Tradition, hier stehe ich und wage aber auch den Widerspruch. Dann diese kleinen Publikationen, übrigens ähnlich wie Luther, die kleinen Flugschriften sind es, die Krug so spannend macht und die noch heute zu finden, das ist nicht so ganz leicht. Nicht bei Heine und in der Vormärzliteratur, in der wir ja uns ja eigentlich befinden, ist dieses sich engagieren durch Literatur, das liegt ja in der Luft, das hat er ja auch praktiziert. Er ist also Publizist. Am Friedhof in Leipzig steht nicht Philosoph, sondern Publizist, Professor, Ehrenbürger der Stadt Leipzig. Das ist richtig. Puzzlesteinchen 6, überhaupt war Königsberg zu jener Zeit ein höchst anziehender Ort. Und jetzt kommen diese gesellschaftlichen Traditionen oder dieses gesellschaftliche Leben, an dem Krug durchaus auch teilgenommen hat und dass der König von Memel da war und eigentlich nicht mehr König war, also große Konfession im politischen Sinne. Wer ist da eigentlich in Königsberg? Aber das muss jetzt, glaube ich, im Einzelnen nicht sein. Puzzlestein 7 ist das Krasseste. Ich erzähle lieber, als dass ich rezitiere. Krug geht in seiner Autobiografie auf drei Begegnungen ein, die er in Königsberg hatte. Nämlich dem Philosophen Fichte, der war in der Zeit auch Philosophiedozent in Königsberg. Und hat gleich mal eingeführt, dass seine Vorlesungen ziemlich teuer sind. Das fanden die Königsberger Studenten nicht so witzig. Die Anzahl der Studenten nahm ab. Und das Krasseste ist, und für mich unvorstellbar, also für Krug übrigens auch, Fichte war sich nicht so schade, am Eingang seines Hörsaals zu stehen und bei jedem Studenten zu kassieren. Also so eine Art Eintrittsgeld,
Fichte-Vortrag. Und zum Schluss waren es nur noch 5. Und dann ist Fichte abmarschiert und Krug schreibt dann in seiner Autobiografie, da freue ich mich heute schon auf die Fußnote, das wird eine ganze Seite. Fichte selbst verließ Königsberg wieder, nachdem er seine Vorlesungen geschlossen hatte, sehr unzufrieden, wie man sagte, mit den Königsbergern, die für die Wissenschaftslehre überhaupt keinen Sinn zu haben schienen. Wir wissen aber aus den wenigen Dokumenten, die es ja überhaupt gibt, dass die Hörerzahl bei Krug stieg. Die zweite Begegnung war, jetzt schließt sich eigentlich schon ein Kreis, Kotzebue. Kotzebue war in der Zeit, in den Monaten, in Königsberg als Historiker. Der wollte ins Stadtarchiv gehen und dort Kräfte schaffen. Und dann sind sich Kotzebue und Krug mal in einer Gesellschaft begegnet. Krug hat schon vermutet, es könnte Kotzebue sein. Kotzebue hatte keine Ahnung, wer ihm da gegenüber sitzt. Und dann hat Kotzebue so ein bisschen herumdilettiert. Ach, Philosophen, Sie sind doch Philosoph. Ja, ich bin Philosoph. Und hat da irgendwie herumgeeiert mit irgendwelchen Plattitüden. Als ich Kotzebue, und jetzt kommt etwas, habe ich noch 4 Minuten? Ja, du hast noch, ja. Oder? Wir glauben, dass ich, oder? Als ich Kotzebue weit später hier in der Oberwelt wieder sah, fragte ich ihn, warum er denn in seinem literarischen Wochenblatt, also das ist jetzt dann wieder dieses Büchle von vorhin, so heftig gegen die deutschen Universitäten zu Felde gezogen sei, also im Sinne des konservativen Erhaltens. Ach, rief er mit einem tiefen Seufzer, da unten benebelt so vieles den Blick, also vielleicht auch Wein oder was anderes. Ach komm, ach sowas. Wäre aber nicht schlecht, so ein Gutedel, oder? Rief er mit einem tiefen Seufzer, da unten benebelt so vieles den Blick, dass man kein Ding in seiner wahren Gestalt sieht, dass mich aber der Schwärmer dort deshalb erdolchte. Das ist wieder die Geschichte mit dem Mord an Kotzebue von diesem etwas fanatischen Studenten. Deshalb erdolchte, war ebenso schlecht als einfältig. Sein Dolch hat den unschuldigen Universitäten mehr geschadet und so weiter. Denn dann ging die Zensur in dem, was damals Deutschland war, nun ungeheuer los. Also die Bestimmungen, die dann in den Karlsbader Beschlüssen dann nochmal verstärkt wurden oder in der Folge, das war heftig. Und das Thema Zensur und Freiheit der Presse ist etwas, was wir in 14 Tagen, du wirst nachher noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dann in Rathis im Geburtsort zusammen mit meinem Schüler Dr. Karpenstein vertiefen werden. Aber was ich hier sagen wollte, die treffen sich in der Oberwelt. Die Autobiografie ist eine Autobiografie in der Fiktion. Tod. Und jetzt schaue ich mal, was da unten so war. Und das Verrückte ist, die Biografie in der überarbeitenden Fassung ist wenige Wochen vor Krugs Tod entstanden und er fingiert, ich schreibe die Biografie von der Oberwelt. Es gibt literarische Möglichkeiten, die jetzt für mich als Literaturwissenschaftler in der Erzählstruktur was ziemlich Spannendes werden, hat sich bisher noch nie jemand drum gekümmert. Hätte der Mythos auch Platz, Martin? Ja, musst du jetzt nicht eingehen. Gut, ja. Gut. Also, vorläufig mal Schluss. Das sind also die Puzzlesteinchen und das ist die Vielfalt einer Persönlichkeit. Ich versuche noch mal die paar Ps. Der Patriot, der Protestant, der Publizist, der Pädagoge, der Professor, der Pater Familias. Der Freund des Judentums, also ein Philosemit, ungeheuer. Also sich für die Emanzipation der Juden, wie kaum ein anderer in seiner Zeit eingesetzt. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass er gar nicht so in der Gesellschaft dann um die Jahrhundertmitte so beliebt war. Es gibt nämlich eine verdeckte Tradition der unglaublichen Anerkennung und das ist die der jüdischen Publizistik, die ich relativ gut kenne.
Und der Herausgeber der Autobiografie, Birkhäuser, ist der gleiche Verleger in Leipzig, der die jüdischen Journale in seiner Zeit veröffentlicht hat. Also da gibt es noch einiges zu entdecken. Ja, und da hat er sich vielleicht auch ein bisschen emanzipiert von Kant, weil von Kant kennen wir ja nun mal einige sehr böse, bitterböse Zitate zum Judentum. Aber das ist jetzt nicht Thema. Ne? Also ich würde da gern Schluss machen, aber die zwei, es kommen noch zwei Bildchen, dass man die jetzt schon... Ja, genau. Passt das jetzt? Also, ein Bildchen, das für mich den Zugang zu Krugscher Philosophie relativ leicht macht. 2018 kam der ungarische Philosoph und Literaturwissenschaftler, und den spreche ich jetzt sicher falsch an. Forisch. Genau. Auf die Idee, über Krugs Philosophie mit Wahrheit will ich's halten, in den Blick zu nehmen. Und da habe ich die Ausgabe, die Forisch verwendet, auch entdeckt und sofort natürlich aufgekauft. Eine lateinische Rückübersetzung der Werke Krugs, weil in Ungarn eine ungarische Philosophie herauszugeben in der Zeit ja sinnlos ist. Also wird es auf Latein rückübersetzt. Und jetzt hatte der Herausgeber, damals schon Marton, glaube ich, und dieser Herr Forisch, die Idee, mit Hilfe dieser Ikonografie oder dieses Bildes, dieses Symbolbildes, klar zu machen, was macht Krug eigentlich aus. Ich versuche es ziemlich kurz. Diese Stele ist eine Stele, die bis in den Himmel hineinragt und Kants überragende Bedeutung darstellt. Die ist auch akzeptiert. Kant, boah, so. Aber da in den Wolken, versteht ihn überhaupt jemand? Da spazieren durch diesen Hof von Philosophen noch zwei, oder sind es drei, Bürger, die durch den Hof der anderen Philosophen marschieren und schauen, wen gibt es denn noch? Da gibt es noch ein paar. Ich kann also als vernünftiger Mensch entscheiden, in der Philosophiegeschichte der Welt, welche Wahrheiten sind denn für mich die richtigen. Und das hat mit einem billigen, heißt das Wort, Ekletizismus, den man Krug immer vorgeworfen hat, macht da was und da ein Puzzlestand, überhaupt nichts zu tun, sondern es gibt in der Fundamentalphilosophie von Krug 1819, wenn Sie meinen, ich besäße diese Ausgabe, dann stimmt's. Ah, das ist was Wunderbares. Auch 1819 finden wir, glaube ich, den Kerngedanken der Philosophie Krugs. Wer kritisch philosophiert, handelt weder im Despotischen noch im Anarchischen. Nicht solche Schulen wie Hegel mit dieser Autorität, das ist so. Oder dann was ganz anderes, anarchisch. Das ist nicht Krugs Sache, sondern im echt republikanischen Geiste. Das sind Republikaner, die da herumspazieren. Und jetzt kommt, glaube ich, der Kern. In dem Vermögen des kritischen Verfahrens jedem, der vernünftige Gründe vorzubringen weiß, als Bürger des philosophischen Gemeinwesens das Recht zukommt, die allgemeine Menschenvernunft in seiner Person zu repräsentieren. Also über den gesunden Menschenverstand hat er ja mit Hegel so hin und her. Und dann sagt immer Hegel, der mit seinem gesunden Menschenverstand. Ja, ein gesunder Menschenvernunftsgedanke, der mit meinem Charakter, mit dir und mir und Ihnen und mit mir zu tun hat. Und dann klopfe ich da mal an. Und dann ist das Gesetz für die denkenden Mitbürger. Und dann sind die anderen Fragen gar nicht so wichtig. Also der republikanische Geist der Bürgerinnen und Bürger, die da herumspazieren. Das hat mit Elitär nichts zu tun, das hat mit Schule nichts zu tun, mit Doktrinen nichts zu tun. Und wenn dann eben Philosophen heute noch sagen, ja, aber der Hegel, ganz groß. Jetzt noch ein Kärtle. Jetzt noch ein Kärtle für mich. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Lebenskunst. Lebenskunst.
Also nicht der Philosoph, der Pädagoge, der großartige Lehrer. Ich habe dieses Sprüchlein dann mit meinen Schülerinnen und Schülern natürlich noch diskutiert. Die Badische Zeitung hat da mitgespielt und vor 2 Jahren ganze Seite mit meinen Abiturienten noch ins Netz gestellt. Was ist ein guter Lehrer? Was ist denn Pädagogik? Sind es die autoritären Lehrstuhlinhaber, die da so... Boah. Pädagogik ist als Praxis Lebenskunst. Sie fordert ein Herz voll Liebe zur jungen Menschheit. Also ich bin normalerweise in den Unterricht reingegangen und habe mich gefreut, dass die Hallo sagen. Indem allein aus einem solchen Herzen diejenige Lebenswärme hervorströmt, das ist eben nicht nur Logos und nicht nur Buchseite 7 oder 15, durch welche das Wachstum aller Keime, die die Natur den Menschen gelegt hat, gefördert wird. Wenn ich als Lehrer und Pädagoge erkenne, das Büble, das da sitzt und die junge Frau, die schweigt so, muss ich erkennen, dann ist es eben ein anderes Talent. Der malt zum Beispiel großartig, macht großartig Musik, toller Sportler. Wenn ich keine Ahnung habe, dann kommt wieder das Buch. Hast du die Hausaufgabe nicht gemacht? Wachstum aller Keime, also wie ein Gärtner, das ist ja eigentlich auch Goethe. Das ist ja auch Goethe, Faust, nicht? Dieses Sprösslein, dieser Same, und das muss ich aber wahrnehmen, dass es da Talente gibt. Wenn ich über die wegbügel, ist schlecht. So schließt sich der Kreis, dass vor vielen Jahren eine Schülerin gefragt hat, Herr Jösel, haben Sie Talent, mir zuzuhören, dass da was mit dem Kutzebu ist? Und dann hat er das Büchle gekauft, der Lehrer Jösel. Genau. Fertig erst mal. Und wir danken dem Martin Jösel für seinen Vortrag. Wir werden dank Ihnen, Tim Kunze, werden wir Kantianer und dank dir, Martin Jösel, werden wir aber auch Krugianer. Und dass der unbekannte Herr Krug es sogar in die Badische Zeitung geschafft hat, das wundert uns ja nicht bei dem Vortrag, den wir jetzt gerade gehört haben. Ja, ich meine, es ist ja danke. So. Darf ich nur kurz, Martin, eine Frage, ganz spontan. Aus Königsberg, inspiriert durch diese Atmosphäre von Königsberg, was meinst du, hat der liebe, gute Herr Krug mitgenommen? Zu wenig. So spontan. Zu wenig. Die historische Situation, die Wahrnehmung dessen, dass da im Spannungsfeld von Preußen und eher der Sachse und Napoleon und Frieden einerseits, der Friede von Tilsit, und dann auf der anderen Seite Kontinentalsperre, eine Erleichterung, wieder Gesellschaft leben zu dürfen in diesem Sinne, wie Sie es ja auch dargestellt haben. Und auf der anderen Seite war die Zeit zu kurz. Wir wissen es kaum. Er hat ja wahrscheinlich wirklich nur vorgetragen seine Fundamentalphilosophie und war so früh von seinem Freund in Leipzig aufgefordert worden, Wilhelm Traugott, bitte, wenn es irgendwie möglich ist, so schnell wie möglich zu uns ins Vaterland zurück. Also die wirklichen Impulse, also Vaterland natürlich Sachsen, die wirklichen Impulse gering. Das, glaube ich, muss man sagen. Eine Auseinandersetzung mit der Kantschen Philosophie noch viel geringer. Also ich glaube, er wächst in diesem Tugendbund, im politischen Bewusstsein. Was geht da ab im Spannungsfeld Europas, ist also der Gewinn für ihn, und das habe ich ja vorhin ein bisschen vorweggenommen, sich zu politischen Entwicklungen nicht nur zu bekennen, sondern einen Liberalismus zu praktizieren, der in ihm keimte. Also eine politische Bedeutung, Königsberg, keine philosophische, wenn das ein kurzes Statement sein soll. Ja. So. Ja. Gut. Ja, bitte, sofort. Er schießt los, gleich. Das freut uns sehr, bitte sehr. Ja. Vielen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Ich habe eine Frage zum Puzzle
Stein Nummer 3. Oh. Ich hatte verstanden, als Frau Voss nach Königsberg kam, als Krug nach Königsberg kam, er traf auf einen Schwärmer. Ich hatte verstanden, das muss Schäffner gewesen sein. Es gibt heute noch eine Schäffnerschule in Königsberg-Ratskoog, die ist unten am Hafen. Wenn das schon so ist, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass er nur Herausforderndes geschrieben hat. War das Schäffner? Und auch die Frage, Schäffner selbst, hat er ein Werk geschrieben, wo man selbst sagen müsste, das hat jetzt so einen Wow-Effekt? Vielleicht dazu eine kurze Aufklärung. Nein, es ist nicht Schäffner. Es ist ein Schönherr, der heute völlig vergessen ist. Also der hat nichts miteinander zu tun. Das ist den, den Sie genannt haben. Mit den, oder? Schäffner. Nee, das war Schäffner, dann ist der wieder passiert. Ja, also der Herr Schönherr ist es, hat mit dem nichts zu tun. Ist auch heute, ich habe noch ein bisschen nachgeschaut, es gibt noch mal eine Art Reisebeschreibung von jemandem um 1820, der geht auf diesen mit feurigen Augen ausgestatteten Bekehrer ein, bedeutungslos. Keine eigene Schrift. Alles klar. Also ja. Wer als Krug es schafft, die Vorlesungen von Fichte wieder zu füllen mit Philosophie, der ist eine Persönlichkeit, gerne vernarrt und gerne... Ja, das war, also das ist eindeutig, das ist eindeutig. Ja. Also nur ein Wort zu Schäffner, das ist eine Persönlichkeit, die eben mit allen, mit Kant, mit Hibbel, mit Hamann, mit allen Persönlichkeiten bekannt war und wichtig von ihm ist eine... Biografie, ich glaube, Mein Leben heißt sie, weil man da sehr viel über das Königsberg des 18. Jahrhunderts erfährt. Ja. Die hat er sehr spät in seinem Leben geschrieben. Ja. Das ist eine der Hauptquellen für Königsberg im 18. Jahrhundert. Also und dieses gesellschaftliche Leben war ja unglaublich integriert. Also da hat er mitgespielt und dann in der Biografie auch seine Kenntnisse stilisiert wiedergegeben. Mhm. Mhm. Noch eine Frage aus dem Publikum? Sehr gerne, sehr gerne. Denn. Ja, jetzt kann man. Ja, vielleicht zu diesem atmosphärischen, also dass es so viele Gesprächsrunden gab, Kaffeerunden oder dass man sich getroffen hat. Das war ja auch in einer Zeit, in der es ja diese kurze russische Besatzung gab. Die sind ja sogar in die Vorlesung von dem Kant gegangen. Mhm. Und ist da, und diese ist ja auch hinlänglich bekannt, dass die Beziehung zwischen Königsberg und Friedrich II, die Dominante sozusagen von Preußen, nicht so besonders herzlich war. Hat das so ein bisschen begünstigt, diese, wir gehen mal ein bisschen unseren eigenen Weg und, oh Gott, mit dem baltischen Adel, der in russischen Diensten ist, kommen wir auch gut klar? Also traditionell sagt man immer, dass die Gesellschaftskultur in Königsberg mit dem Siebenjährigen Krieg angefangen hat. Das ist wahrscheinlich auch richtig so. Und diese Ferne zur Politik in Berlin ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor. Also dadurch bleiben jahrzehntelang die Strukturen, die gleichen Persönlichkeiten am gleichen Ort, mit dem man so wie bei Kant dann auch über Jahre nichts zu tun hat. Und dann hat man wieder mit Hippel oder mit Hamann zu tun, nachdem man 3 Jahre lang kaum mit ihm zu tun hatte. Diese gefestigten Strukturen. Und ob das jetzt dann in den 1790er Jahren dann immer noch ein Erbe der Besatzung durch die Russen ist, das ist dann wahrscheinlich, also es wird dann ein Königsberger Charakter dadurch. Ja. Und zu Krug vielleicht die Freude wieder zurück nach Sachsen, nach Leipzig, dort hoch willkommen zu sein, könnte damit zusammenhängen, dass in Leipzig eine Universitätsreform schon längst geplant war, die dann immer wieder aufgeschoben wurde, die dann aber Krug durchsetzen konnte. Also nicht nur eine Uni-Reform, sondern ja auch im Landtag große Reformbewegungen. Krug gehörte zu denen. Von 70 Professoren gab es 2, die bei einer Vorlage im Sächsischen Landtag dafür waren, dass die Frauen oben auf der Galerie sitzen dürfen und teilnehmen. Also nur teilnehmen. 2 Uni-Professoren, also er natürlich auch, sagten, es wird einmal Zeit, dass die Bürgerinnen wenigstens teilnehmen dürfen. Und 68 Professoren sagen, auch in Leipzig, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Da hat Krug gekämpft. Und er hat gekämpft in der Judenemanzipation. Erfolgreich, erfolgreich. Bis nach seinem Tod Veränderungen, die noch auf Krug zurückgehen. Keine Frage mehr.
Oh, dann darf ich ja noch ein bisschen. Dann darf ich noch ein bisschen fragen. 1809 ist er wieder zurück nach Leipzig? Von 1805, das weiß ich ganz sicher, nicht wahr? Wir wissen ja, war in Februar. Nein, Sie wollen Leipzig wissen. Nein, in Königsberg. Leipzig. Ach so, ja, Entschuldigung. Nein. Ich bin jetzt so fixiert auf Königsberg. Entschuldigen. Ich nicht. Entschuldigen Sie, er war von 1805 in Königsberg. Bis 9. Und dann bis zu seinem Lebensende. 1842. Ja. Und am Tag der Beerdigung hat Mendelssohn im Nachbarhaus, im Gewandhaus, die schottische Sinfonie einstudiert. Das ist für mich, ich bin ein Musikliebhaber, ein bisschen Pianist. Ja, also der Herr Mendelssohn studiert die Sinfonie ein während der Beerdigung Krugs. Also da war er lang. Und wie gesagt, dass sich vorzustellen, dass der Rektor der Uni, das darf ich schon nochmal sagen, ich hoffe ja noch auf eine Doku, die ab heute entsteht. Wir machen Werbung. Nein, für ernsthaft als Rektor im Napoleonischen gegen Napoleon zu kämpfen. Ich habe einen Brief von 1813 ersteigert, also einen echten Krugbrief von 1813. Sicher mein wertvollstes Stück, das ich da habe, außer dem Brief von Alexander von Humboldt, der da vorne geschrieben wurde. Da schreibt er, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und hoffe nur eins, auf Frieden. Und da schließt sich der Kreis, Krug war Pazifist, also das ist eindeutig, das ist eindeutig. Deswegen war der auch Kantianer und deswegen hat er ja auch Kant geschrieben. So ist es. Ne? So er ist hat es. Vielleicht nicht alle so Werke Kants gekannt, aber aus seinem Brief, den kenne ich, den Brief von Krug an Kant, da wird ersichtlich, dass er Kant auch gelesen hat. Und diesen Freiheitsbegriff von Kant, eigentlich ist das ein Königsberger Import nach Leipzig. Und da darf sich Leipzig, die Stadt Leipzig, bei der Stadt Königsberg bedanken für so einen wertvollen Import, wie diesen freiheitlich-liberalen Gedanken. Also Reimport. Reimport. Na, also Krug ist in Radis aufgewachsen. Radis, ja. Und diesen Ort können wir jetzt noch in der letzten Minute kurz würdigen. War da noch eine Frage? Bitte. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal anknüpfen an den Vortrag von Herrn Dr. Kunze. War ein sehr guter Überblick aus meiner Sicht über Leben und Wirken Kants. Sie haben beschrieben, dass Königsberg ein Ort für Sonderlinge gewesen sei, die dort also toleriert gewesen seien. Sie haben auch erwähnt, dass Hippel eben anonym veröffentlicht hat, die Werke, die eben damals inhaltlich als anstößig empfunden wurden. Bei Schäffner war es, glaube ich, auch so. Ja, war dann tatsächlich Königsberg so tolerant gegenüber Sonderlingen? Da mache ich doch ein großes Fragezeichen. Warum haben die Anonymität gewählt? Also bei Hippel, er hätte das auch, wenn er meinte, dass Literatur eben nicht diese Hochwertigkeit hat und er wollte ein großer Staatsmann werden. Das ist vermutlich die Begründung, warum er das nicht veröffentlicht hat. Das ist schon der Unterschied, was man im Privaten auch sagt und was man dann auch schreibt. Und ich glaube, bei erotischen Romanen ist das so um 1800, dass man nicht ernst genommen wird, wenn man erotische Romane schreibt. Das ist also eine typische... Aber ich habe mir das auch überlegt, ob das eigentlich dann wirklich passt. Aber ich denke schon, dass es passt, weil Hippel auch sonst eine sehr sonderbare Persönlichkeit war. Also auch unabhängig von diesen Lektüre war er gleichzeitig Aufklärer, gleichzeitig Despot, also eine ganz sonderbare Person. Er hatte immer Augenleiden, da hat er sich die Tage lang das Licht abgeschirmt von außen. Er hat eine riesen Kunstsammlung gehabt, obwohl er wenig von Kunst offensichtlich verstand, sagen Kenner. Also das war eine sehr kuriose Persönlichkeit und der war Oberbürgermeister eben. Aber trotzdem, die Einschränkung nehme ich, habe ich schon selbst gesehen. Aber wir machen jetzt gleich eine Pause und dann können Sie das Thema auch vertiefen. Ich danke Ihnen sehr für diese Frage, denn die leitet über zum literarischen Block, den dann meine Kollegin Ariane Afsari hier vom Podium betreuen wird. Und zwar Sonderlinge, und Sie haben recht, Sonderlinge, wir lernen einen kennen. Nicht nur Hamann war ein Sonderling, jetzt kommt wieder ein Stab, auch E.T.A. Hoffmann war ein Sonderling und er hat
das Weite gesucht. Für ihn war Königsberg viel zu eng. Also wir haben teils diese Weitläufigkeit, die uns Kant suggeriert, aber im zweiten Teil werden Sie sehen, dass es tatsächlich auch was Beengendes gibt. Wir sind sehr gespannt auf den zweiten Teil, liebe Ariane Afsari, denn da kommt dann das, was wir hier schon als Lebenselixier von Ihnen, Herr Kunze, gehört haben, kommt dann dort vielleicht als Teufelselixier vor, und das, was wir hier als helles wäre und als liberale Freiheit, kommt dann da auch mit den Schattenaspekten der Aufklärung, denn die gibt es ja, wir wissen es seit Adorno und Horkheimer, dass es auch einen Schattenaspekt gibt. Und diesem abgründigen Element hat sich einer wie E.T.A. Hoffmann gewidmet. Und wir sind also sehr gespannt auf den zweiten literarischen Teil. Bleiben Sie dabei. Wir können uns jetzt ein bisschen hier erfrischen. Und dann setzen wir in 20 Minuten setzen wir um 17:45 setzen wir hier fort mit E.T.A. Hoffmann und Königsberg. Ich danke Ihnen. Oh, Entschuldigung, wieder mal meine Zahlen. Entschuldigen, ich bin kein Zahlenmensch. 7:15, entschuldigen Sie. Also, ihr seid auch sehr aufmerksam. 7:45. Ja, das ist schön. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen.
So, wenn alle wieder da sind und ich gut zu hören bin, hoffe ich, für alle, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil unseres Themenabends Königsberg, Kaliningrad, literarisch und philosophisch. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir auf dem kleinen Büchertisch vorne zwei ganz explizit zu Königsberg erschienene Dinge verkaufen, nämlich einmal Königsberg, der Stadtplan, dreisprachig, zweisprachig, wie auch immer, gemacht von Dirk Bloch, der dort in der Ecke auch sitzt und auch noch ein noch viel, viel mehr Karten gemacht hat, auch für uns, sehr viele Karten für unsere Publikationen. Das historische Königsberg, genau. Und genau, apropos unsere Publikationen, also im Deutschen Kulturforum Östliches Europa ist vor langer Zeit auch mal ein Buch zu E.T.A. Hoffmann herausgekommen, aber eben nicht zu Königsberg, wo wir schon gerade von meiner Kollegin erfahren haben, dass er geflohen ist. Und er hat sich 7 Jahre lang in Polen aufgehalten und davon auch eine kleine Weile in Schlesien. Und dazu gibt es diese Publikation Durchflug E.T.A. Hoffmann in Schlesien, kann ich auch jedem wirklich nur sehr empfehlen. Und das ist jetzt herabgesetzt auf den Preis von 1 Euro, auch am Büchertisch zu erwerben. Oh, genau, und dann gibt es aber auch noch ein etwas höherpreisiges Element, nämlich die Bücher von Volker Kaminski, die sich mit E.T.A. Hoffmann beschäftigen. Dazu erzähle ich dann gleich noch was, denn Volker Kaminski, der wurde ja jetzt noch nicht vorgestellt. Und ich möchte noch sagen, dass dieser Teil der Veranstaltung auch natürlich im Rahmen des Jubiläums steht, denn E.T.A. Hoffmann ist ja am 25. Juni 1822 gestorben, also in diesem Monat. Jährt sich seinen Todestag zum 200. Mal. Also ja, das ist auch eine Ehrung für E.T.A. Hoffmann in diesem Sinne. Und einer seiner Biografen liegt hier neben uns auf dem Friedhof, Julius Hitzig. Ich weiß nicht, ob der noch zu besichtigen ist oder wie lange da offen ist, aber das könnte man dann fast mit angeschlossen haben oder in der Pause gemacht haben. Ja, wie gesagt, Volker Kaminski, jetzt kommen wir schon wieder zu diesem badischen Element hier, ist geboren in Karlsruhe. Studierte Germanistik und Philosophie in Freiburg und ab 1983, also er hat das Badische auch fluchtartig verlassen wie E.T.A. Hoffmann, Königsberg damals, ist er nach Berlin gekommen 1983, hat hier seinen Magisterabschluss mit einer Arbeit über Heinrich von Kleist erlangt. Und Heinrich von Kleist war auch jemand, der für kurze Zeit seine Ausbildung in Königsberg genossen hat. Bei Volker Kaminski folgten dann erste schriftstellerische Versuche und er erhielt mehrere Arbeitsstipendien, unter anderem das Alfred-Döblin-Stipendium. Seine journalistischen Arbeiten sind Ihnen vielleicht auch bekannt, denn unter anderem in Form von Glossen erscheinen sie in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel im Feuilleton der Berliner Zeitung in der Kolumne Unterm Strich. Seit dem Wintersemester 2014-15 unterrichtet er an der Alice-Salomon-Hochschule das Modul Romanwerkstatt. Und seit 2018 ist er Dozent für die Ausbildung von Autorinnen und Autoren am Institut für kreatives Schreiben in Berlin. Was ich auch sehr spannend fand und wodurch ich ihn auch gefunden habe, sind seine Rezensionen, die er über Romane aus dem arabischen, persischen und türkischen Sprachraum veröffentlicht. Und zwar sind die meisten davon zu lesen auf dem Online-Portal der Deutschen Welle und des Goethe-Instituts. Und einige seiner zahlreichen Erzählungen und Romane, nämlich solche, in denen er sich mit E.T.A. Hoffmann beschäftigt oder Motive aus E.T.A. Hoffmanns Romanen aufgreift, liegen, wie gesagt, hier auf dem Büchertisch. Der Gestrandete, Herzhand und Gesicht eines Mörders. Schnellkurs am Büchertisch. Genau, und wir hören jetzt von seinem äußerst kurzweiligen, etwa halbstündigen Impulsvortrag, wie sich Volker Kaminski, Königsberg und Hoffmann zusammendenkt. Bitte schön. Vielen Dank, Ariane. Mein Mikrofon ist auch an. Ja? Hört man, ja? Guten Abend. Ja, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen hier heute. Erstmal, bedanke mich hier für die Einladung, hier jetzt etwas über E.T.A. Hoffmann sprechen zu dürfen. Und begrüße Sie alle herzlich noch einmal zum zweiten Teil dieses Abends, der Aufklärungsteil. Mit dem klaren Lichtkanz und mit den selbstbewussten Bürgern, die dort gelebt haben, ist zu Ende. Und wir nähern uns jetzt den Schatten und den Gespenstern. Hoffmann hieß ja der Gespensterhoffmann. So wurde er von Goethe tituliert. Ja, der Gespensterhoffmann. Es war abfällig gemeint. Hoffmann stammt aus Königsberg. Das war mir noch bewusst. Das wusste ich, als ich gefragt wurde, ob ich hier einen kleinen Vortrag vorlesen würde.
Aber viel mehr über die Beziehung Hoffmanns zu Königsberg wusste ich eigentlich auch nicht. Ich kannte viele seiner Romane und Erzählungen. Er hat ja mehr Erzählungen geschrieben als Romane. Und ich habe mir dann einen Vortrag ausgedacht. Also jetzt werde ich nicht freisprechen, sondern den weitgehend vorlesen. Der trägt den interessanten Titel Fruchtbares Scheitern. Edja Hoffmanns frühe Jahre in Königsberg. Ist Ernst Theodor Amadeus Hoffmann schwer zu lesen? Ich würde sagen, nein. Und füge gleich hinzu, haben Sie mal versucht, Jean-Paul zu lesen? Die kannten sich. Was mich betrifft, was mich mit Hoffmann verbindet, was mich betrifft, so war ich mit Hoffmann früh vertraut. Als Jugendlicher las ich die Lebensansichten des Katers Murr, den Sandmann, den Goldenen Topf, das Märchen Klein Zaches, genannt Zinnober, die Serapionsbrüder. Biografische Zufälle konfrontieren uns manchmal mit besonderen Büchern oder auch nicht. Meine Eltern waren keine Leser, doch mein bester Freund verschlang die Romane der Romantik und steckte mich damit an. Meine Begegnung mit Hoffmann war folgenreich. Er blieb ein treuer Begleiter, tauchte auch während des Studiums häufiger auf. Und so ist es kein Wunder, dass mir vor ein paar Jahren beim Schreiben meines Romans Der Gestrandete die Elixiere des Teufels und die darin zentrale Thematik des Doppelgängers wichtig wurden. So viel jetzt nur zu mir, zu meinem Verhältnis zu Hoffmann. Im Vorwort seiner umfangreichen, längst zum Standardwerk avancierten Biografie, die heißt Edja Hoffmann, das Leben eines skeptischen Phantasten, nennt Rüdiger Safranski Hoffmann einen Spätentwickler. Dieses Urteil trifft jedoch nur auf den Schriftsteller zu, der relativ spät, mit 33, seine erste Erzählung veröffentlicht. Den Musiker Hoffmann hingegen gibt es quasi seit frühester Kindheit. Ähnlich wie Mozart sitzt schon der kleine Ernst am häuslichen Klavier und versucht, eigene Musikstücke zu komponieren. Als junger Mann ersetzt Hoffmann seinen dritten Vornamen Wilhelm aus Verehrung zu Mozart durch Amadeus, sieht sich selbst noch viele Jahre lang als Musiker, arbeitet als Kapellmeister an verschiedenen Orten und schreibt Texte für musikalische Zeitschriften. Wenn wir heute von Edja Hoffmann sprechen, dann meinen wir jedoch meist den Erzähler des Unheimlichen, den Gestalter zerrissener Künstlerfiguren, den Erfinder fantastischer Spukgeschichten. Man muss sich aber vor Augen halten, dass dieser Gespensterhoffmann, wie Goethe ihn abschätzig titulierte, genau genommen nur 13 Jahre gelebt hat. Ritter Gluck, seine erste Erzählung, erscheint 1809, bereits 1822 stirbt Hoffmann mit 46 Jahren. Dass er die Musik viele Jahre lang für sich an die erste Stelle setzt und Komponist, nicht Schriftsteller sein will, bringt ihm jedoch kein Glück. Er hat noch andere Talente, so verfügt er über eine Begabung zum Zeichnen und Malen. Doch auch damit wird er sich nicht durchsetzen. In Königsberg, jetzt kommen wir endlich mal zu der Stadt, in Königsberg, wo er seine ersten 20 Lebensjahre verbringt, verfasst Hoffmann zwei Romanmanuskripte, die aber heute verschollen sind. Doch danach gibt er seine Schriftstellerambitionen auf. Ein Verzicht, der vielleicht gerade dazu geführt hat, dass es ihm später gelang, unbeschwert und mit leichter Hand zum größten Erzähler der Romantik zu werden. In seinen Königsberger Jahren, also bis zum Alter von 20, sind Hoffmanns Ambitionen jedenfalls auf die Musik konzentriert. Im Haus der Großmutter sind musikalische Salons an der Tagesordnung. Diesen Haushalt stellt man sich vor allem nach Hoffmanns eigenen Schilderungen als eine Art turbulenter Theaterszene vor, eine bürgerliche Burleske, in der Originale auftreten, wie zum Beispiel der Advokat im pflaumenfarbenen Rock mit goldbesponnenen Knöpfen, Zitat von Hoffmann, und die Akteure teilweise wie Karikaturen erscheinen
und sich kleine Tragödien am Rande abspielen. Ernsts Eltern sind geschieden. Der Vater hat sich nach Insterburg versetzen lassen, ist auch in Ostpreußen. Vertreten soll ihn ein Onkel, ein Bruder der Mutter. Die Mutter selbst kommt nicht über den Skandal der Scheidung hinweg und ist mit der Erziehung des Sohnes überfordert. Zwei jüngere Tanten stehen ihr bei. Die eine liebt Ernst abgöttisch, sie singt ihm vor und spielt auf der Laute, stirbt aber bereits, als Ernst 3 Jahre alt ist. Onkel Otto ist vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden, folgt jedoch weiterhin einem peniblen Zeitplan, hält stur an preußischen Lebensregeln fest und ist außerdem der erste Klavierlehrer des kleinen Ernst. Hoffmann hat ihn später wiederholt karikiert und seiner anhand schrulliger Figuren in seinen Erzählungen gedacht. Spiegelt eine solche Kindheit nun eher eine Tragödie oder eine Komödie wider? Das lässt sich schwer entscheiden. Wie überhaupt in Hoffmanns Werk oft nicht klar ist, ob gut oder böse, Glück oder Unglück, Erfolg oder Scheitern die Oberhand behalten. Das Scheidungskind Ernst ist jedenfalls von überwiegend weiblichen Verwandten umgeben. Sie kümmern sich um ihn, begleiten seine Entwicklung, achten auf seine schulischen Leistungen. Und doch wirkt das umsorgte Kind von klein auf isoliert und in sich vergraben. Die Musik bedeutet für Ernst eine Art Flucht aus der lärmenden Umgebung. Und mit der Zeit entwickelt er einen Widerstand gegen den dicken Sir, den heiligen Sankt Otto, den Bratenschnapper oder auch Owe-Onkel, wie Hoffmann Otto Wilhelm in Briefen nennt, dessen Otto Wilhelm heißt der Onkel, dessen pedantische musikalische Unterrichtsmethoden den Jungen abstoßen. Königsberg entwickelt sich damals zu einer Art Musikzentrum. Das haben wir vorhin noch nicht so sehr in Blick genommen. Da ging es ja tatsächlich mehr um die Aufgeklärtheit, vielleicht ein bisschen um die Kaufmannsstadt und überhaupt die relative Größe dieser Stadt. Aber sie ist auch, jedenfalls nach meiner Kenntnis, eine Art Musikzentrum geworden. Deswegen ist es vielleicht kein Zufall, dass auch E.T. Hoffmann sich der Musik zuwandte. So heißt es 1800 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung: Der Geist für Musik ist hier so herrschend und so allgemein in der gebildeten Klasse, als er nur an den größten Orten sein kann. Die Menge der öffentlichen und Privatkonzerte beweist diesen Enthusiasmus. Es entsteht eine neue bürgerliche Kultur, die die höfische Tafelmusik ablöst und einen eigenständigen Musikbetrieb etabliert, sodass bei öffentlichen Konzerten zum ersten Mal auch Eintrittsgelder verlangt werden. Also vorher war Musik am Hof immer mehr eine Nebensache. Man hat ja da getafelt und dann ist die Tafelmusik nebenher gelaufen. Das wird jetzt zum ersten Mal verändert und die Musik aufgewertet. Die Musik wird aufgewertet. Man hört ihr konzentriert dazu. Es reisen Virtuosen, Konzertmusiker, Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen durch das Land. Und wer auf sich hält und über genügend Mittel verfügt, lädt solche Berühmtheiten zu Hauskonzerten in die eigenen 4 Wände ein. Für den jungen Hoffmann bedeutet das aber nicht, dass ihm ein Weg als Musiker geebnet wird. Die Familie und insbesondere der Onkel haben andere Pläne mit ihm. Ernst soll der Familientradition folgend Staatsbeamter werden. So wie sein Vater und andere männliche Verwandte, die hohe Ämter begleiteten. Und Kriminalräte, geheime Legationsräte oder Justizkommissare waren. Gegen einen solchen ihm auferlegten Karriereplan scheint der junge Ernst keine Einwände zu erheben. Und so schreibt er sich schon mit 16 an der Albertina ein, der Königsberger Universität, die zu jener Zeit durch den Lehrstuhl Kants weltberühmt ist. Also die beiden sind sich sozusagen begegnet, auch über nachbarschaftliche Beziehungen. Hippel wurde schon genannt, das ist ja der Vater des besten Freunds von Hoffmann. Der hat mit dem jungen Hippel zu tun. Aber ich glaube, es trennt sie über 30 Jahre. Kant ist 30 Jahre älter als Hoffmann. Und seine Vorlesungen meidet der junge Jurastudent jedoch bemerkenswerterweise. Ja? Also da habe ich nicht viel gefunden, aber ich glaube, es wundert einen nicht, dass, vielleicht kommt von Ihnen noch etwas, es wundert einen, glaube ich, nicht, dass Hoffmann kein Kantianer wurde. Das hätte einfach nicht gepasst. Ich weiß auch nicht, ob er da durchgestiegen wäre durch die Art der komplizierten Diktion Kants, der Aporien und des kategorischen Imperativs und die vielen, vielen, vielen Kategorien, die er hat und die Bestimmung. Also es ist auch recht kompliziert, Kant zu verstehen.
hat einfach auch mal einen Bogen drumherum gemacht, würde ich mal sagen. Er hat ihn aber manchmal noch ein bisschen erwähnt in seinem Werk. Da gibt es auch eine lustige Geschichte, aber ich bleibe mal bei meinem Skript. Es geht ja jetzt nicht um Kant, sondern um Hoffmann. Die frühe Weichenstellung ist entscheidend für Hoffmann. Von nun an muss er seine Musikleidenschaft, sein Künstlertum überhaupt, perspektivisch mit dem Juristenberuf teilen und sich darauf einstellen, eine Doppelexistenz zu führen. Tagsüber Beamter, abends und nachts Künstler. Beides übrigens mit gleichem Ehrgeiz und gleicher Akribie. Also Hoffmann war ein guter Beamter, als es dann denn war. Er ist ja noch in der Ausbildung, aber er war nie schlampig. Er hat exzellent und überhaupt nicht weitschweifig seine Skripte verfasst. Die Leute haben immer gestaunt, wie er das trotz seines etwas verrückten Naturells geschafft hat. Das war ihm scheinbar sehr wichtig. In Königsberg wird diese Doppelnatur zum ersten Mal sichtbar. Der junge Student muss erkennen, dass ihn seine heiß geliebte Kunst nicht ernähren kann. Doch der Musikenthusiast in ihm begehrt nach Freiheit und Entfaltung. Und so bricht Hoffmann in seinen Briefen damals und auch später immer wieder in Klagen aus. Oh weh, ich werde immer mehr zum Regierungsrat. Die Muse entflieht, der Aktenstaub macht die Aussicht finster und trübe. Diese innere Zerrissenheit, jemand zu sein, der weder das eine noch das andere ganz sein kann, geht in Hoffmanns Fall jedoch über die bekannte Künstler-Bürger-Thematik hinaus. In der gesamten Romantik wird dem meist genialen Künstler der kunstferne Bürger gegenübergestellt, den man auch gern als Philister verhöhnt. Hoffmanns Problem ist jedoch komplizierter. Statt wie zum Beispiel Tonio Kröger, der sich noch im 20. Jahrhundert nicht entscheiden kann, ob er eher ein Künstler oder ein Bürger ist, bezweifelt Hoffmann sein eigenes Talent. Er attestiert sich eine angeborene musikalische Unbeholfenheit und nennt sich selbstironisch einen Musikfeind in der gleichnamigen Erzählung. Das ist schon erstaunlich. Ja? Also er liebt die Musik, er eifert Beethoven und Mozart nach, aber er ist ein Musikfeind. Er kann es nicht, aber er probiert es weiter. Sein wichtigstes alter Ego in Musikfragen, der Kapellmeister Johannes Kreisler, von dem noch die Rede sein wird, berichtet im Kater Murr, das ist ein Roman von Hoffmann, wie er in seiner Jugend wild entschlossen war, eine Opera Seria zu schreiben. Jetzt Zitat Hoffmann. Als nämlich an einem stürmischen Herbstabend der Oheim wieder seine Gewohnheit das Haus verlassen, ließ ich sofort die Vorhänge herab und warf mich auf des Oheims Bette, um wie Rousseau eine Oper im Geiste zu empfangen. So vortrefflich aber die Anstalten waren, so sehr ich mich abmühte, den dichterischen Geist hinanzulocken, doch blieb er im störrischen Eigensinn davon. Durchaus summte mir statt aller herrlichen Gedanken, die mir aufgehen sollten, ein altes, erbärmliches Lied vor den Ohren, dessen weinerlicher Text begann: Ich liebte nur Ismenen, Ismene liebt nur mich. Und ließ, so sehr ich mich dagegen sträubte, nicht nach. Zitat Ende. Diese satirische Darstellung eines verhinderten Komponisten sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Königsberger Jahre Hoffmann eine bittere Erfahrung über sein Unvermögen als Musiker lehren, was ihn indes nicht davon abhält, es später weiter zu versuchen. Die immer wieder aufs Neue drohende Niederlage als Komponist, der an seinen zu hohen Ansprüchen scheitert. Hoffmann hat Königsberg zwar in Briefen, aber meiner Untersuchung nach in keiner Erzählung und keinem Roman je erwähnt. Und da soll ich über Hoffmann und Königsberg sprechen? Das ist erstaunlich. Denn viele seiner Erzählungen sind an konkrete Orte gebunden. Ich zähle mal auf. Danzig, Frankfurt, Paris, Rom, Venedig. Daneben Städte, in denen er gelebt hat. Glogau in Schlesien, Bamberg, Dresden und natürlich allen voran Berlin. Doch nie taucht Königsberg auf. Man könnte vermuten, dass diese Auslassung nicht zufällig ist und von den ernüchternden Erfahrungen herrührt, von denen seine Jugend geprägt ist. Königsberg scheint eine Wunde in Hoffmann hinterlassen zu haben, die eine Fiktionalisierung und Ausgestaltung der großen Kaufmannsstadt zum Handlungsort nicht zuließ. Es kommt ein weiteres Scheitern hinzu, das ich hier aber nur am Rande behandeln kann. Hoffmanns enttäuschte Liebe zu Dora Hatt. Dora Hatt hieß diese junge Frau. Dora,
war seine Gesangs- und Klavierschülerin. Er hat bereits mit 18 Klavierunterricht gegeben, zu Hause, beim Onkel, beim Bratenschnapper. Ja. Muss man sich alles gleichzeitig vorstellen bei ihm. Ja. Er geht zur Uni, lernt Jura, ist aber gleichzeitig Klavierlehrer und Gesangslehrer und schlägt sich mit seinem Onkel rum. Dora war seine Gesangs- und Klavierschülerin. Sie war jedoch 10 Jahre älter als er, bereits verheiratet und schon Mutter von 5 Kindern. Hoffmann verliebt sich heftig in sie. Ich glaube, er nennt sie Inamorata, meine Geliebte. Inamorata. Hoffmann verliebt sich heftig in sie und hat die Hoffnung, dass Dora seine Liebe erwidert. In Klammer, ihr Mann ist Brauereiunternehmer, 18 Jahre älter als sie und offenbar ein Philister. Doch die Situation ist natürlich aussichtslos und ehe es zum großen Skandal kommt, wählt Hoffmann den einzigen Ausweg und verlässt Königsberg in Richtung Glogau in Schlesien, wo er bei einem anderen Onkel wohnt und seine Ausbildung am dortigen Gericht fortsetzt. Seine schmachvolle Erfahrung mit Dora hat Hoffmann literarisch in der Erzählung Das Majorat verarbeitet, eines der sogenannten Nachtstücke. Königsberg dabei jedoch ersetzt durch ein altes Schloss an der Ostsee und den Herkunftsort des Protagonisten unauffällig durch ein K markiert. Hoffmanns Königsberger Erfahrungen sind aber entgegen dem Anschein nicht durchweg Niederlagen und Beispiele des Scheiterns. Es ist durchaus bemerkenswert, dass der junge Hoffmann bei so ungünstigen Startbedingungen, wie er sie vorfand, nie den Mut verlor, sich als Künstler behaupten zu können. Trotz der fehlenden Unterstützung von zu Hause und trotz der immer zahlreicher werdenden Ablehnungen seiner Einsendungen an Musikzeitschriften und Verlage, verlässt ihn nie sein Ehrgeiz und er fühlt sich bei allem Selbstzweifel und Gegenwind zum Musiker berufen. Um diesen erstaunlich hartnäckigen Behauptungswillen verstehen zu können, muss man wissen, dass der noch jugendliche Hoffmann in Königsberg eines Tages Schützenhilfe im Kampf gegen den Onkel erhält. Es tritt ein neuer Klavierlehrer in sein Leben, der seinen, Hoffmanns, Widerstand gegen die Pedanterie des Onkels unterstützt und seine Auffassung von Musik fördert. Der Orgelbauer und Domorganist Christian Podbielski, also auch ein Königsberger. Dieser Verehrer Bachs hat großen Eindruck auf den Heranwachsenden gemacht, sodass er ihn im Kater Murr als Meister Abraham porträtiert, dem besten Freund des schon erwähnten Johannes Kreisler. Podbielski verschmäht genau wie der junge Ernst die vorherrschende Salonmusik, die sein Onkel vertritt. Statt der eher gefälligen, damals angesagten Klavierstücke Philipp Emanuel Bachs, plädiert Podbielski für die Musik des Vaters, also für Johann Sebastian Bach. Er setzt, wie es bei Safranski heißt, die strenge Kunst des Kontrapunktes gegen das melodische Schwelgen. Was immer, das müsste man jetzt Tonbeispiel bräuchte man jetzt, um das zu verstehen. Ja. Das melodische Schwelgen wird ersetzt durch eine Rückkehr zum Kontrapunkt. Und dieser strengere, gewissermaßen unverweichlichte Standpunkt ist es, dem auch der junge Musikenthusiast Hoffmann dem gefälligeren modischen Musikstil vorzieht. Was in diesem Zusammenhang für den jungen Hoffmann fast noch wichtiger ist, Podbielski war außerdem ein guter Freund seines Vaters, also jenes Menschen, den Hoffmann selbst gar nicht kannte und auch später nicht kennenlernte. So ist Podbielski alias Meister Abraham für Hoffmann alias Johannes Kreisler ein Verbündeter im Dauerkonflikt mit seinem Onkel und außerdem eine wichtige Informationsquelle für Anekdoten und Geschichten aus dem Leben seines Vaters, der nach Auskunft Podbielskis ein musisch veranlagter Mensch, jedoch ein saumseliger Beamter war. Anders als der Sohn. Podbielski kann an Hoffmanns rätselhafter musikalischer Unbeholfenheit leider nichts ändern. Es scheint eine Veranlagung des jungen Ernst zu sein, sich die schönste Musik zwar vorstellen, sie sich im Kopf ausmalen, aber nicht schreiben zu können. Wenn es ihm trotzdem gelingt, ein Musikwerk zu vollenden, dann ist er meist mit dem Ergebnis unzufrieden. Und in vielen Fällen hat Hoffmann mit seinen Musikstücken auch späterhin Misserfolge erlebt. Verleger schickten ihm eingesandte Partituren oder Sonaten zurück. Als Kapellmeister wurde er ausgepfiffen, das war in Bamberg. Das waren ganz üble Erfahrungen. Die einzige Ausnahme, und sie muss hier erwähnt werden, ist seine Oper Undine. Vielleicht haben Sie von der schon mal gehört. Die wurde gespielt, die in Berlin 1816 mit großem Erfolg uraufgeführt wurde. Nach, ich glaube, 5 oder 6 Aufführungen stand das Haus in Flammen.
Das Schauspielhaus ist abgebrannt und die ganzen Kostüme und Kulissen, die waren von Schinkel gemalt und hergestellt. Das war in Berlin bekannt, stadtbekannt. Das waren so schöne, wunderbare Aufführungen, alles weg, alles verbrannt. Und Hoffmann hat es von seinem Fenster aus brennen sehen, denn er lebte am Gendarmenmarkt und hat es kommentiert. Auch eine Geschichte für sich. Entscheidend ist jedenfalls, dass Hoffmann aus dieser Ausgangslage eines mit sich selbst unzufriedenen, vermeintlich genialen, aber doch durch eine rätselhafte Hemmung verhinderten Künstlers einen Topos geschaffen hat, der in vielen seiner Erzählungen vorkommt und von zentraler Bedeutung ist. Der verhinderte geniale Musiker oder auch der verhinderte geniale Maler sind Künstlertypen, die mit einem Makel behaftet sind. Manchmal ein dunkles Geheimnis in sich tragen, verhängnisvolle Entscheidungen im Leben treffen oder schon getroffen haben und die im Extremfall wahnsinnig werden. Diese jederzeit abrufbare Künstlerfigur ist der eigentliche Gewinn, den Hoffmann aus seinen Kinder- und Jugendjahren in Königsberg gezogen hat. So ist es auch kein Zufall, dass die Hauptfigur der ersten Hoffmannschen Erzählung ein solcher innerlich zerrissener Künstler ist und natürlich, so möchte man fast sagen, ein Komponist. Und zwar nicht irgendeiner, sondern ein berühmter, der tatsächlich gelebt hat. Christoph Willibald Gluck. In der Erzählung Ritter Gluck begegnen wir diesem bedeutenden Opernkomponisten jedoch nicht in Form einer historischen Gestalt. Diese Möglichkeit hätte durchaus nahegelegen. Gluck ist bei Erscheinen der Erzählung 1809 schon 22 Jahre tot. Vielmehr lässt Hoffmann einen ganz anderen Gluck in der Gegenwart auftreten, der dem Ich-Erzähler an einem sonnigen Spätherbsttag im Berliner Tiergarten im Jahre 1809 zufällig über den Weg läuft. Glucks Wirkungsstätte war in Wirklichkeit keineswegs Berlin. Handelt es sich also um einen Wiedergänger oder einen Betrüger oder einen Wahnsinnigen, der nur behauptet, Gluck zu sein? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt die Erzählung selbstredend nicht, wodurch sie natürlich umso unheimlicher wirkt. Das Erzähldebüt ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Mit einem Schlag steht der fertige Erzähler Hoffmann vor uns mit all seinen stilistischen und inhaltlichen Eigenheiten. Es ist im Grunde schon der von Goethe verpönte Gespenster Hoffmann, der uns vom Ritter Gluck erzählt, aber einem Gespenst aus Fleisch und Blut. Kenntnisreich und profund unterhält sich der Ich-Erzähler im Berliner Tiergarten mit diesem Fremden, der sich zunächst nicht zu erkennen gibt, natürlich über Musik. Und zwar über die in Berlin gespielte Musik, also über Glucks Opern, die zu der Zeit dort sehr, sehr beliebt sind. Es wird schnell klar, dass der Fremde ein Mann vom Fach ist. Er beginnt am Tisch unvermittelt zu dirigieren und steigert sich so sehr in diese Bewegungen, dass der Ich-Erzähler die Musik selbst zu hören glaubt. Nach und nach erfährt der Erzähler mehr von dem sonderbaren Mann, doch das meiste bleibt vorerst noch im Dunkeln. Wer ist das? Fragt sich der Erzähler, als der Mann plötzlich ohne Abschied davongeht. Erst Monate später trifft er ihn auf der Straße wieder und erneut dreht sich in ihrem Gespräch alles um Gluck und darum, wie die Berliner Orchester dessen Musik verderben. Schließlich gelangt der Ich-Erzähler in die Wohnung des Fremden, wo er ihn auf Anhieb als leidenschaftlichen Sammler der Gluckschen Werke identifiziert. Überall stehen Glucks Notenbücher in den Regalen. Doch als der Fremde daraus auf dem Klavier vorzutragen beginnt, erbittet den Erzähler, die Seiten für ihn umzublättern, stellt sich heraus, dass sämtliche Buchseiten leer sind. Der Fremde spielt buchstäblich von weißen Seiten ab. Der Erzähler erkennt beim Hören erstaunt, dass die Musik Glucks in der Interpretation des Fremden merklich verfeinert und frischer klingt. Die Pointe kommt schließlich mit großer Wirkung. Als der Fremde, der kurz das Zimmer verlassen hat, Zitat, plötzlich in einem gestickten Galakleide, reicher Weste, den Degen an der Seite, mit dem Licht in der Hand hereintritt und sonderbar lächelnd verkündet, ich bin der Ritter Gluck. Letzter Satz der Erzählung. Diesen ziemlich vertrackten, zehnseitigen Text bietet der 33-Jährige der Allgemeinen Musikalischen Zeitung in Leipzig als kleinen Aufsatz an. Er selbst gesteht ihm nur den Stellenwert einer Musikrezension zu, von denen er, wie er im selben Brief an den Verleger schreibt, gerne mehr für die Zeitschrift liefern würde. Eine Rezension ist das also, ja.
Und so kommt es, dass die ersten Veröffentlichungen Hoffmanns in erster Linie von Musik handeln. Zum Beispiel von Beethovens Instrumentalmusik und Mozarts Don Giovanni. Hoffmann hat seinen Rittergluck also offenbar selbst unterschätzt. Safranski bezeichnet den Text zutreffend als ein Werk des Nebenher. Also etwas, das Hoffmann offenbar leicht fiel, weil an ihm nicht, so sagt Safranski, nicht die überschweren Gewichte des eigenen Anspruchs hängen. Und er sich darin nicht wie in seinen Kompositionen mit Mozart, Beethoven und Gluck messen musste. Als die Erzählung angenommen wird, fühlt sich Hoffmann folglich als Musikschriftsteller bestätigt. Er scheint noch nicht begriffen zu haben, dass ihm nun eine Karriere als Schriftsteller offensteht. Und tatsächlich vergehen weitere Jahre, ehe er anfängt, seine berühmten Erzählungen und Romane zu schreiben. Gleich fertig. Die Ursache für diese fehlende Selbsteinschätzung, einerseits die Fixierung auf die Musik, andererseits die Verkennung seines literarischen Talents, liegt meines Erachtens in seiner Kindheit und Jugend in Königsberg begründet. Der junge Ernst durchlebt eine kurze Phase als Wunderkind am Klavier, wird aber nicht ausreichend gefördert oder besitzt vielleicht auch nicht wirklich das große Talent. Die Literatur spielt im Leben des Heranwachsenden schon eine große Rolle. Er liest Lawrence Stern, Shakespeare und Goethe und andere Autoren. Doch seine eigenen literarischen Versuche missglücken und er sieht das Schreiben nicht als seine Zukunft an. Die Familie, insbesondere der Onkel, dirigiert ihn ohne Zwang, aber mit Nachdruck auf den Juristenweg. Als Hoffmann Königsberg verlässt, fühlt er sich in etwa so, wie es sein alter Ego Johannes Kreisler im Kater Murre beschreibt. Das Lebensziel lautet Legationsrat. Die schönen Künste dagegen, Musik, Malerei, Poesie, sind nichts weiter als ein angenehmer Zeitvertreib, der zur Erheiterung und Belustigung dient. So hat es Hoffmann selbst beschrieben im Kater Murre. Im Kater Murre, diesem späten Roman, den Hoffmann unvollendet gelassen hat, beschreibt er die entscheidenden Wegmarken seiner Herkunft und lässt sich humoristisch über seinen Geburtsort Königsberg aus. Wir werden gleich erfahren, wie er das macht. Denn, wie gesagt, Königsberg kommt nicht vor im Hoffmann, im Hoffmannschen Werk. Aber er lässt sich über die entscheidenden Wegmarken seiner Herkunft humoristisch aus. Königsberg, das wahre Paradies aller Sonderlinge. Haben wir, glaube ich, heute schon zitiert. Ja. So sagt auch Hoffmann, so sei das gewesen. So bekommt der Oheim seinen Auftritt, die Tanten und auch jener Orgelbauer und Organist, der für Hoffmann prägend wurde, Christian Podbielski alias Meister Abraham Liskow. Es ist, als hätte Hoffmann, als er den Kater Murre schrieb, wie befreit von jenem Ort erzählen können, der ihm einst so viele Selbstzweifel an seinem Können eingeimpft hat. Königsberg kann ihm jetzt nichts mehr anhaben. Und als würde ihn dieser sichere Abstand mit Übermut erfüllen, spricht er endlich den Namen seiner Heimatstadt aus. Jedoch mystifiziert und verschlüsselt. Königsberg wird zu Gönü-Jönes-Mühl. Was in etwa so klingt, als hätte jemand den richtigen Namen verschluckt und würde ihn mit träger Zunge aus sich herausholen. Gönü-Jönes-Mühl, die verborgene Quelle seiner Künstlerschaft. Hoffmanns Weg zum Schriftsteller hat also ein langes musikalisches Vorspiel zwischen den Eckpunkten seiner Existenz, dem Justizbeamten und dem romantischen Erzähler, steht die Musik seiner Kindheit und Jugend. Königsberg, Wiege ausgefallener Originale und herumreisender Tourneekünstler, war für Hoffmann gewissermaßen die erste Bühne seiner lange unklaren, doch schließlich vehement zur Sprache gekommenen Bestimmung. Die Fantastik, die er in der Musik vergeblich auszudrücken versuchte, wurde ihm später zum sicher gehandhabten Instrumentarium seiner zahllosen romantischen Helden. Angefangen mit dem Wiedergänger Ritter Gluck, über Anselmus, den Helden aus dem Goldenen Topf, Nathanael, dem arg geplagten Protagonisten aus dem Sandmann, bis hin zu Johannes Kreisler. Sie alle eint die geistige Herkunft aus der ostpreußischen Hauptstadt Königsberg der 80er und 90er Jahre des 18. Jahrhunderts. Die Stadt Kanz, die für diesen ein Ursprungsort der Klarheit und des aufgeklärten Geistes war, hat Hoffmann inspiriert zu seinen Geschichten der innerlich zerrissenen, von Freiheit träumenden Künstler wie der engstirnigen, banausenhaften Advokaten und Staatsbeamten. Königsberg war die Saat, die relativ spät in Hoffmanns Leben aufging, sich dann aber in kürzester Zeit zu schönster Blüte und Reife entwickelte. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für dieses, finde ich, glänzende Plädoyer dafür, dass die verborgene Quelle E.T.H. Hoffmanns Künstlerschaft in Königsberg zu suchen sei. Und ich musste deinen Text lange und oft lesen, weil er selber schon, finde ich, hoffmannsche Züge aufweist und dermaßen ineinander verschachtelt ist, immer wieder auf irgendwas zurückkommt und trotzdem auch häufig im Ungefähren bleibt. Und deshalb möchte ich anfangen mit einer Frage zu einer ganz konkreten Gestalt, die du auch erwähnst, nämlich Dora Hutt. Und ich glaube, da können wir auch Tim Kunze gleich mit zuziehen. Da geht es nämlich auch wieder um Geselligkeit und Einsamkeit. Also dein Satz war, dass E.T.H. Hoffmann auch ziemlich in Einsamkeit vergraben war. Und diese, man muss sich ja vorstellen, dass sein ganzer Bezugsraum eigentlich diese Wohnung war in dieser dörferschen Umgebung, in dem Haus. Und auch alle anderen Menschen, die auch für Königsberg berühmt waren, Zacharias Werner zum Beispiel, wohnte im gleichen Haus, wurde von einer schrecklichen Mutter erzogen. Da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Aber eben auch der Grund, warum E.T.H. Hoffmann dann aus Königsberg fliehen musste, Dora Hutt, die Geliebte mit dem 10 Jahre älteren Mann, die zog auch in dieses Haus ein. Also es spielte sich, die Gleichzeitigkeit, von der du vorhin sprachst, war vielleicht auch möglich, weil sich alles unter einem Dach abgespielt hat. Und Dora Hutt, so sagt es jedenfalls Peter Lachmann hier in diesem Buch, Dora Hutt hat seine Gefühle erwidert und Hippel nimmt auch darauf Bezug, sein Freund Hippel, also nicht der Oberpräsident, dass alle immer gleiche Namen haben, macht einen wahnsinnig in Königsberg. Es ist der Sohn, der heißt Vornamen aber genauso, sogar. Theodor Gottlieb. Das hat die gleichen Vornamen. Ne? Das ist der Neffe, ne? Genau, das ist der Neffe, aber ich glaube Adoptivsohn, also von daher stimmt das mit Sohn fast. Ja, stimmt, der hat ihn adoptiert. Also dieser beste Freund von Hoffmann, eben sein Hippel, der sagt auch, Dora Hutt hat für ihn Gefühle entwickelt und eigentlich wäre er damit sozusagen, auch wenn er sie nicht heiraten kann, weil sie 10 Jahre älter ist, ist es ja eigentlich so eine schöne Erfahrung, dass man erstmal wiedergeliebt wird, dass sie gemeinsame Neigungen hatten, dass sie gemeinsam musizierten. Und meine Frage wäre da, hat E.T.H. Hoffmann, also wie hat die Gesellschaft, zu der ja auch E.T.H. Hoffmann gehörte, wie hat die auf ihn gewirkt und wie hat wiederum E.T.H. Hoffmann auf diese Königsberger Gesellschaft gewirkt? Denn wenn man deinen Vortrag so anhört, scheinen das zwei voneinander getrennte Dinge gewesen zu sein. So wie er gewirkt hat und wie die Gesellschaft ihn zurückgewirkt. Wollen Sie was? Ja, also ich glaube, die Beobachtung ist richtig. Also er hat ja in einem Wohngebiet gewohnt, wo eigentlich die vornehmen Leute wohnten. Kann ich mal die letzte Folie zeigen? Ah ja. Nämlich mal versucht zu zeigen, wo die drei Herren und wo Hippel wohnt, also wo der beste Freund von Jugendfreund von E.T. Hoffmann, dann wo Hoffmann wohnt und wo Kant wohnt. Und wenn man sieht, wie groß Königsberg ist und dann die drei wohnen quasi auf einem Fleck, Kant in der Parallelstraße, die anderen fast nebeneinander. Also er hat in einem eher vornehmen Viertel gewohnt und wenn man in diesem auch entsprechend dem Status eingeladen wird zur Tischgesellschaft, dann wäre Hoffmann auch Glied der Gesellschaft gewesen, also beim Vater vielleicht. Dadurch, dass das aber nicht war, war er ganz ausgeschlossen aus dieser Gesellschaft und hat Königsberg natürlich ganz anders wahrgenommen als jemand, der Teil dieser Gesellschaft ist. Also er war tatsächlich ein Außenseiter und konnte da irgendwie nicht rein, auch als Kind. Vielleicht wäre er als erwachsener Mensch dann durch seine Qualitäten dann auch akzeptiert worden, aber als Kind eben nicht. Und deswegen widerspricht sich das nicht, dass man auf der einen Seite Geselligkeit hat und Hoffmann dann der Einsame ist. Und er sieht das quasi noch vor der eigenen Haustür. Ich kann mir da vorstellen, dass das noch mehr ist, als wenn man irgendwo außerhalb in einem kleinen Dorf wohnt, sondern er sieht, was Geselligkeit, wie die weiterbringt, die Menschen. Ja, genau, so würde ich das auch erstmal beschreiben. Ein Widerspruch in sich, aber man muss natürlich bedenken, dass er wirklich noch so jung war. Er ist ja mit 20 abgereist von Königsberg, ne? Setze ich mich als 18-Jähriger oder 16-Jähriger zu den Alten an den Tisch? Also weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hat er wirklich was Besseres zu tun gehabt. Und ich denke auch, diese Einsamkeit, die hat Hoffmann in anderen Orten dann noch viel, viel heftiger nachher erlebt. Also es gibt dann die ersten Berliner Jahre, da ist er ja so fast verhungert. Ja. Da ist überhaupt nichts gelungen. Da war er auch kein Staatsbeamter, nichts. Da wollte er auf die Kunstkarte setzen. Und ohne Unterstützung von seinen Freunden hätte er es überhaupt nicht geschafft. Und er war auch da vollkommen isoliert, was nachher ganz anders war. Hoffmann war ja sehr gesellig auch. Ne? Und wollen wir mal kurz auf die Dora Hutt zu sprechen kommen, weil ich wollte nämlich eins sagen, ich weiß darüber auch nichts weiter. Ja? Die Frau hat ihn wohl auch
irgendwie gut gefunden. Also man muss sich vorstellen, Hoffmann ist extrem, so sieht er selbst, hässlich. Er ist sehr klein, er hat ein ganz vorgeschobenes Kinn und ganz lange Nase und er fühlt sich selber in seinem Körper nicht wohl. Das hat er mehrfach bekundet. Er wundert sich nicht, dass man ihn nicht anschaut und dass die Frauen einen Bogen um ihn machen oder sowas. Ja. Aber wenn dann eine Schülerin, eine junge Frau ihn dann toll findet und es erwidert, was er als Gesangslehrer und Klavierlehrer weiß und mit ihr macht. Und jetzt kommt meine Frage, ich meine, über Sexualität spricht man eigentlich damals ja sowieso nicht und ist auch in der Biografie nicht richtig deutlich, aber hatten die was miteinander? Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, es ist so, denn zuerst, ja, es ging ja in der Enge nicht, sie ist verheiratet, hat Kinder und er ist der fast noch jugendliche Klavierlehrer. Also kleine Fußnote dazu, was ich sehr spannend fand, dass die Dora Hutt, diese selbe Dora Hutt, sich ein paar Jahre später, nicht lang später, hat scheiden lassen von dem Bierbrauer und einen Altersgenossen von E.T.A. Hoffmann geheiratet hat. Was E.T.A. Hoffmann dann selber auch nur in kleiner Nebenbemerkung irgendwie später an Hippel, also nicht verachtungswürdig, sondern in seiner Manier eher ironisch dann eben nochmal betrachtet. Ja, ich denke, ich habe das gemerkt bei den Briefen von ihm. Es sind ja auch hier einige Briefe abgedruckt und mit Hippel hat er ja den Briefverkehr. Und der Hippel ist so ein ganz Vernünftiger. Der wird ja auch mehr so, die geht ja gleich in die Richtung Regierungsbeamter oder so. Ja? Also er ist noch viel mehr Beamter als Hoffmann. Er ist ja auch kein Schriftsteller, Hippel, also der Jüngere. Der Onkel da, der hat ja wohl einen Roman geschrieben. Jedenfalls, der Ton ändert sich irgendwann. Ja, Hoffmann wird irgendwie schriller, auch gegenüber dem Hippel. Und ich glaube, da ist was passiert mit den beiden. Also da hat er wahrscheinlich wirklich zum ersten Mal Sex. Es wäre doch kein Wunder, dass er dann auf einmal irgendwie auftrumpft und dass er dann auch glaubt, er könne mit ihr durchbrennen und all diese Dinge, die ja völliger Quatsch sind. Also es war für sie, kam das überhaupt nicht in Frage. Er gibt dann zähneknirschend auf. Aber ich denke, dass da wirklich was lief zwischen den beiden. Das ist ja schon keine ganz unwichtige Information, aber es ist nur meine Spekulation. Ein Kind hat sie von ihm nicht bekommen, glaube ich. Obwohl sie noch mehr Kinder bekam danach. Ich wollte nur noch zu dem einen Satz, den du eben gesagt hast, dass er sehr hässlich war, was sagen, weil ich meine mich zu erinnern, dass Hoffmann selber mit Hippel, seinem besten Freund, irgendwo einer anderen schönen Dame nachschmachten und das ist während der Schulzeit und dann irgendwann E.T. Hoffmann zu Hippel sagt, also mein Gott, sie würdigt mich wirklich keines Blickes, wäre ich doch wirklich richtig hässlich, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber so muss es ja an mir liegen, also an meinem Sein und mit meiner Gestalt komme ich nicht gut an. Und der Hippel hat dann bemerkt, dass Hoffmann oft, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen, sich selbst lächerlich gemacht hat und um selber halt auch bestimmen zu können, wie weit er damit gehen darf, um nicht von dem Urteil anderer abhängig zu sein, die ihn dann zum Objekt machen, sondern eben in dieser Lächerlichkeit selber noch handelndes Subjekt zu bleiben, fand ich irgendwie auch eine spannende Analyse. Und er hat sich ja oft in missgestaltete Figuren versetzt. Also Klein-Zaches, das sind ja Wesen, die können ja kaum laufen. Ja? Oder es gibt Menschen, die sind in Wirklichkeit, da hat mich jetzt gerade mein Freund Friedrich Krönke, der Schriftsteller, der da drüben sitzt, draufgebracht, das fremde Kind oder ein fremdes Kind in den Serapionsbrüdern, da ist ein Magister Tinte, kommt da vor. Da geht es um Kinder im Wald, die spielen so schön. Da gibt es ein fremdes Kind, das scheint wie ein heiliges Kind zu sein, spielt alles keine Rolle. Aber Magister Tinte taucht auf. Und der ist eigentlich, hat eine wahre Identität als Fliege. Der ist eine dicke, fette Fliege. Ja. Und eine Kröte, glaube ich, auch noch. Also, ich glaube, er hat sehr darunter gelitten. Und er sagte tatsächlich, wenn ich jetzt richtig hässlich wäre, dann könnte ich da Effekt machen dadurch. Ne? Das hat er sich, so weit ist es gekommen, dass er sich das sogar gewünscht hat. Gut, den zweiten Aspekt, bevor ich hier die Fragen ans Publikum gebe und wo ich auch nochmal Herrn Kunz mit einbeziehen möchte, ist, du sagst an einer Stelle, dass Königsberg eine Wunde in E.T.A. Hoffmann geschlagen hat. Ich muss das nochmal nachgucken, was das genau war. Dass er niemals halt in seinen Werken Königsberg als Ort nachgestaltet oder auch nicht benennt. Also schön, dass du das jetzt zum Schluss so schön aussprechen konntest, wie er dann Königsberg verballhornt. Dieser Gedanke, da knüpfen wir vielleicht auch nochmal zurück in den ersten Teil, oder knüpfen wir an den ersten Teil, wo von Kotzebue die Rede war. Kotzebue, dieser Schriftsteller, Dichter, Professor, was auch immer er war, auch so ein bisschen philisterhaft anscheinend, der eben von diesem Studenten ermordet wurde. Und E.T.A. Hoffmann ist zu der Zeit in Berlin und ist Teil einer Intermediatskommission
die eben aufgrund dieser Karlsbader Beschlüsse jetzt Studenten, Burschenschaften und auch Turnvereine verfolgen soll und gucken soll, wo sich da freiheitliche Nester bilden. Und da kommt eigentlich so richtig erst sein Richtersein ja auch zur Geltung. Und da habe ich überlegt, auch um jetzt hier, Ingeborg, du hast immer so schön Stabreime gesagt, ich sag jetzt mal Wunde Königsberg oder Wunder Königsberg. Ich würde nur sagen, das ist der Abend der Stabreime. Wunder und Wunde. Aber vielleicht wissen Sie da noch was Schlaueres dazu zu sagen. Ja, also ich glaube, diese politisch-liberale Tradition, die in Königsberg war, ich wüsste jetzt nicht, dass Hoffmann ein besonders politischer Mensch war. Er hat sich zum Beispiel nicht für die Französische Revolution interessiert, was schon eine gewisses Statement ist in den 1790er Jahren in Europa. Aber diese Tradition, die auch in der Königsberger Universität, auch in der Gesellschaft war, scheint er mit aufgenommen zu haben. Ob er damit aber, also quasi er ist jetzt nicht als Königsberger Liberale dann, glaube ich, gescheitert an den Verhältnissen woanders. Also das, glaube ich, kann man weniger sagen, sondern er hat diese Königsberger Tradition eben mit vielleicht aufgenommen. Aber ich glaube, dieses Unpolitische ist wichtig. Für ihn ist es eher so eine Lebensanschauung, die mitläuft. Ich würde tatsächlich. Obwohl er dann auch, also es wird explizit über ihn gesagt, dass er sich in eine lange Reihe von Königsbergern stellt, die Berlin die Stirn geboten haben. Das genau, finde also ich schon genau spannend, darauf so dieses bezog Verhältnis ich mich. Zwischen Berlin und Königsberg, zwischen Ostpreußen und Preußen. Also beziehen Sie vielleicht auf Manthey dann, also der das ja geschrieben hat. Auch das hat wieder so ein bisschen was mit dem Mythos Königsberg, mit der Utopie zu tun, als wäre jetzt Königsberg quasi der reine Kern des Guten und dann der quasi befleckt wird durch die Realität in Berlin. Faktisch ist der Liberalismus, glaube ich, allgemein in Deutschland spätestens mit der Revolution 1848 gescheitert. Also deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn viele Königsberger hier gescheitert sind. Also ich habe jetzt gerade auf dem Hinweg hier war ich am Bundestag, da gibt es auch eine schöne Tafelausstellung und eine ganze Tafel ist Eduard von Simson gewidmet, der erste oder dann Reichspräsident, der war und Reichstagspräsident und vorher in der Frankfurter Parlamentsversammlung Präsident war, auch Königsberger, auch Professor in Königsberg gewesen, also die eine der wichtigsten liberalen Persönlichkeiten Deutschlands und der ist ja gewissermaßen auch gescheitert mit der Idee der Demokratie in Deutschland. Und auch aus dieser Königsberger Tradition heraus. Ich glaube nicht, dass man, er wäre auch gescheitert, wenn er aus Dresden gekommen wäre. Noch ein Wort zu Edja Hoffmann und die Politik. Ja, also erstmal kein Interesse für diese Fragen. Und wenn es politische Diskussionen gab, ist er, glaube ich, weggegangen immer und hat da nicht mit diskutiert. Aber den Krieg, die napoleonischen Kriege, hat er ja voll abgekriegt. Also als er nach Dresden kam, da war, glaube ich, die Völkerschlacht gerade im Gange. Und es waren überall Verwundete in der Stadt gelegen. Er sah, wie Granaten Menschen treffen von seinem Fenster aus, wie der Kopf wegfliegt und sowas. Schlimme Sachen, also Kriegsszenen, die heute natürlich noch viel schlimmer wären. Aber für die damalige Zeit waren das ja unglaublich blutige Kriege. Und darüber hat er auch geschrieben. Allerdings in Erzählungen, die heute nicht so bekannt sind. Ja, er hat ja unendlich viel dann geschrieben, denn als er dann Erfolg hatte, das muss man sich auch vorstellen, in Berlin ist er ja aufgeblüht dann. Ja, also er war dann wirklich durch und durch Berliner. Deshalb sehe ich ihn auch nicht so als Königsberger. Er bringt da was mit, sicherlich. Also das ist vielleicht das Wunder, von dem du gesprochen hast, ist vielleicht Hoffmann. Denn die Wunde war Königsberg und das Wunder ist Hoffmann, weil er es dann geschafft hat, zu blühen, ja, aus einem schwierigen Boden, aus dem er nicht viel machen konnte zunächst mal. Ja. Aber diese komische Zähigkeit, die er hatte, ist vielleicht auch die eines Fremdlings, ja, der gesagt hat, ich mache das auch in Bamberg, ich bleibe bei der Sache und ich gebe mich nicht auf, möglicherweise. Aber wie gesagt, unpolitisch konnte er nicht bleiben und er war auch als Richter nachher verwickelt in schwere Skandale. Und vielleicht, das wissen vielleicht auch einige, eine seiner letzten Erzählungen, Meister Floh, in Berlin geschrieben, wurde konfisziert, weil ein Polizeipräsident oder Polizei, ich weiß den genauen Titel jetzt nicht, der wurde karikiert in dem Roman, Kamps heißt er, glaube ich, genau. Und das musste rausgestrichen werden. Der Verleger musste diese Sachen streichen und schwärzen.
Und Hoffmann hätte eine Anzeige und eine Anklage bekommen noch, wenn er nicht gestorben wäre, war dann einfach zu krank. Und er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, er hat um seine Freiheit dann gekämpft und war auch nicht unbedingt der Studentenverfolger, er war auch da dagegen, er hat sich für Turnvater Jahn ja eingesetzt. Also er war dann durchaus ein liberaler, freiheitliebender Mensch, das ist klar, ja, das war er. Und soweit er in seinem Amt politisch sein konnte, war er das auch. Ja, da vielleicht noch eine Anekdote dazu, weil das hatte ich auch eben gelesen, dass er diesen Richterspruch fällen sollte über einen Studenten, der eben von der Gesinnung her diesen Mord an Kotzebue unterstützt hätte. Also der gesagt hat, war das nicht eigentlich ganz gut von diesem Studenten, dass der Kotzebue jetzt dran war? Und der sollte dann eben in Haft bleiben und E.T. Hoffmann hat darauf gedrungen, dass er freigelassen wird, weil er sagte, man kann jemanden nicht wegen seiner Gesinnung festhalten. Man kann ihn verwarnen, aber man kann ihn nicht, es muss erst die Tat geschehen. Und daraufhin hat dieser Polizeipräsident gesagt, hat man erstmal die Tat, dann hat man erstmal den Täter, dann findet sich das Verbrechen schon. Also insofern kann man sich vorstellen, dieser Knapanti als Knapanti dann. Ja. Noch einmal zu dem politischen Hoffmann, den will ich hier gar nicht überstrapazieren, weil ich glaube, der bringt jetzt auch gar nicht so viel. Und sobald man ihn ja selber hört, wie auch in deinem Vortrag, merkt man ja, dass er einfach gute Laune macht. Was mir aufgefallen ist, dass er, als er in Polen war, in Warschau, Napoleon zog ein 1806 und er hat als Beamter, als preußischer Beamter, eben keine Unterschrift darunter gesetzt, dass er dort weiter unterrichtet. Und wir hatten vorhin im ersten Teil die Frage, wie war es mit der russischen Zeit in Königsberg? Und das, was ich gelesen habe und was auch so ein bisschen in Ihre Richtung ging, war, dass alle halt Katharina ihre Unterschrift gegeben haben. Beziehungsweise, oder war es noch Elisabeth? Ich glaube, es war Katharina. War noch Elisabeth. Es war noch Elisabeth. Und damit eigentlich alles beim Alten blieb, außer dass alles ganz anders wurde. Aber das ist auch der große Unterschied. Also Elisabeth wollte nämlich, dass Ostpreußen eine Provinz wird, ähnlich wie dann ja später die baltischen Länder. Und deswegen hat sie auch Befehl gegeben, die gut zu behandeln. Und viele Deutschbalten, also die deutschsprachig waren, auch der Gouverneur, die haben dort die Stadt besetzt und deswegen haben sie die auch eben entsprechend behandelt, wie künftige Teile des russischen Zarenreichs. Und also ganz anders, als man sich das aus dem 20. Jahrhundert vorstellt, ein totaler Kontrast. Und für die Normalbürger war das relativ egal, ob die Königin nun in Russland sitzt oder der König in Preußen. Und andere, jetzt wie zum Beispiel Schäffner, die sind dann in den Krieg gezogen, im Siebenjährigen Krieg, und waren dann Patrioten. Aber das war eher die Ausnahme, ja. Ja, dann bitte ich Sie um Ihre Fragen. Es gibt ein Mikro, genau das ist wichtig, weil wir es ja aufzeichnen, damit die Frage dann zu verstehen ist, beziehungsweise die Antwort zu verstehen ist. Ja, dann wenn... Ich wollte doch, damit kein falscher Eindruck entsteht, noch etwas sagen zu E.T. Hoffmann und zu seiner Musik. Es ist richtig gesagt worden, dass er große Probleme hatte, mit dieser Musik anzukommen, aber er ist heute angekommen. Das Deutsche Kulturforum hat seine Kammermusik eingespielt. Wir haben eine wunderbare CD gemacht, die eine Referenzaufnahme für Hoffmanns Musik ist. Ich kann allen nur empfehlen. Ich weiß nicht, es ist vielleicht sogar ausverkauft bei uns. Leider. Also eine ganz wunderbare Kammermusik hat er hinterlassen, die sicher zu einem Teil sich zurückwendet in sein Cembalo- und Klavierwerken an Johann Sebastian Bach, der ja auch erwähnt wurde durch seinen zweiten Lehrer, aber natürlich auch ganz andere Wege eingeschlagen hat. Er hat ein wunderbares Harfenquintett geschrieben, das wir auch eingespielt hatten. Eine exzellente Aufnahme und er ist ja auch von anderen Zeitgenossen durchaus als Musiker gewürdigt worden. Aber seine größere Würdigung hat er eigentlich erst durch das Deutsche Kulturforum im 20. und 21. Jahrhundert erfahren. Und darüber sind wir natürlich besonders stolz. Dann zu Königsberg ist noch so viel zu sagen. Wir werden ja in diesem Jahr, auch im Hinblick auf das Kantjahr 2024, werden wir in der Folge der CD, der Musik E.T. Hoffmanns, werden wir eine CD machen mit Musik von Sebastiani, einem Komponisten aus Königsberg, der die Texte einer Gertraud
Möller oder Moller vertont hat, die als Poeta Laureata, im Dom von Königsberg später beigesetzt worden ist, als sie gestorben ist. Eine hochinteressante Persönlichkeit, die sehr viele schöne Gedichte geschrieben hat. Und dann ist zu erwähnen, wir werden zwei Konzerte machen. Eins noch über die Musik von Reichardt, der sehr viele, vor allen Dingen Vokalmusik auch komponiert hat, Königsberger. Und dann nicht zu vergessen, der lustige Titel, die Kürbishütte. Es gibt auch in Berlin in Anlehnung an das eine Kürbishütte. Dazu gehörte der berühmte Barockdichter Simon Dach, auch hier eine Dachstraße in Berlin. Also in Königsberg ist vielfach in Berlin immer noch vertreten, ohne dass es die meisten so genau wissen. Wir werden also zwei Konzerte machen, eins mit Kürbishütte-Musik und der Vertonung auch der Simon Dach und anderer Texte von Albert in Königsberg. Diese Kürbishütte war eine Zeit lang auf einer der Inseln, ein Garten, wo Kürbisse wuchsen und dort wurde Musik gemacht und wurden Texte vertont. Und dann gibt es noch das berühmte Königsberger Brückenrätsel. Ist das Ihnen bekannt? Nicht bekannt. Königsberger Brückenrätsel. Nicht bekannt. Es gab ein großes mathematisches Problem. Königsberg ist ja zum Teil auch auf zwei Inseln, liegt auf zwei Inseln. Und diese ganzen Gebiete auf Festland und Inseln waren verbunden mit 7 Brücken. Und das Problem der Mathematiker war, kann man dieses Gebiet begehen und jede Brücke nur einmal begehen. Da haben Mathematiker lange darüber gerätselt. Ein Basler Mathematiker namens Euler hat das Problem gelöst und an der Universität Potsdam ist seit ihrer Existenz nach der Wende wird jedes Jahr ein Euler Mathematikkongress abgehalten und dieser Euler hat also festgestellt, man kann tatsächlich diese Gebiete nur begehen, wenn man eine Brücke zweimal begeht. Das heißt, wenn es 6 Brücken gewesen wäre, dann wäre es möglich gewesen. Ja, und dieses, wenn ich das noch anfügen darf, dieses Königsberger Brückenrätsel hat mir einmal das Leben gerettet. Am 23. Dezember 1993 ließ mir der damalige Ministerpräsident Stolpe mitteilen, er wünsche mich als Tischredner bei seinem eingeladenen Gouverneur von Königsberg. Am 24. Heiligabend wollte er mit ihm im Sizilienhof Gänsebraten essen. Und ich sollte als Tischredner dazukommen und sollte über die Beziehung zwischen Königsberg und Potsdam reden. Mir war eigentlich eher nur schlecht, weil ich Vegetarier bin und keinen Gänsebraten essen wollte. Mir ist dann aber glücklicherweise eingefallen, zum ersten Mal wurde der Euler-Kongress gemacht und Euler hatte dieses Brückenrätsel gelöst. Und dann habe ich also so lange filibustert bei der Tischrede, bis dieser Gänsebraten bei mir wieder abgetragen war. Und dann habe ich aufgehört. Danke für das Schlusswort und danke vor allen Dingen für die Erinnerung an E.T.A. Hoffmann und die Musik, die auch, ich habe die CD nicht mitgebracht, weil sie tatsächlich vergriffen ist, aber ich habe unser Heft mit den CDs mitgebracht. Da können Sie gucken, was wir sonst noch an Musik auch hier im Deutschen Kulturforum veröffentlicht haben. Danke an Volker Kaminski und an Tim Kunze. Danke ans Literaturforum, an Ingeborg, meine Kollegin. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ja, schönen Abend noch. Thank you.